Und Aufnahme läuft okay. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, also nicht wundern, wenn ich schneller rede als in anderen Videos. Ich weiß nicht, wie lang das Video wird. Ich weiß auch nicht, wie lange ich insgesamt mache, ob ich wirklich bis zum Ende vom Kapitel durchhalte oder nur mal einen kurzen Einblick gebe. Ich bin fast soweit. Ich habe jetzt, wie ihr seht oder vielleicht nicht seht, 3100 Worte. Ich weiß auch nicht genau, was der jetzt alles captured. Ich habe LibreOffice gerade im Fenstermodus offen, weil ich es einfach angenehmer finde, dann ist nicht der ganze Bildschirm so grell weiß. Warum habe ich gerade LibreOffice geöffnet und nicht etwa WriteMonkey, was ich sonst verwende? Dann könnt ihr es besser sehen, wenn der Hintergrund, ne, weiß ist. Und ich kann auch generell hier mehr machen, denn normalerweise ist es so, ich schreibe erst in WriteMonkey oder in noch schlimmeren Fällen mit Bleistift oder Füller auf College-Blockpapier, auf so kariertem Kästchenpapier, und muss dann hinterher den ganzen Rotz in einer quälend langsamen Arbeit dann ne, abtippen. Und Surprise, ich kann kein Zehn-Fingersystem. Und dementsprechend kann ich nicht einfach lesen, was ich geschrieben habe, und das dann einfach so blind abtippen. Und selbst wenn ich das könnte, wäre es problematisch, da ja meine Handschrift teilweise sehr eng und klein ist und ne, ich schreibe die ganze Seite voll. Deswegen versuche ich meistens den rohen Kram auf WriteMonkey zu machen, wo ich überhaupt nicht auf Kommas oder so Anführungszeichen achte. Ich weiß nicht, wie ihr schreibt, aber ich mache Satzanfänge groß und ich mache Punkte. Und ich mache Kommas bei so offensichtlichen Dingen wie weil, dann, obwohl, also diese typischen, oder auch das mit Doppel-S, diese typischen Schlagworte, wo man einfach weiß nach gewisser Zeit, nach gewisser Erfahrung, dass dort ein Komma hingehört. Aber ich mache mir jetzt keine Gedanken über komplexe Zeichensetzung, geht das nicht durch. Das mache ich ganz am Ende. Dann kopiere ich das ganze Zeug. Ja, also, was weiß ich, 3000, 4000, 5000 Worte Text ab in diese Datei. Ja, also LibreOffice, und dann gehe ich das durch, wenn ich komplett wahnsinnig mache, direkt nach dem Schreibprozess, aber normalerweise mit einem Abstand. Ja, weil ich irgendwann nach dem Schreiben auch keinen Bock mehr habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein Schnellschreiber bin oder ein Langsamschreiber. Ich würde eher sagen Langsamschreiber, was aber meiner Meinung nach die Qualität erhöht. Denn ich brauche für so, sagen wir, Kapitel mit 4000 Worten. Ja, die reine Schreibzeit und das Bearbeiten am Kapitel selber in diesem Office-Programm, das kann schon über 10 Stunden in Anspruch nehmen. Und da fallen überhaupt nicht die ganzen Stunden rein, wo ich mir drüber Gedanken mache und wo irgendwie mein Unterbewusstsein so Infos sammelt. Ja, oder manchmal hat man ja noch so Details, die man spontan findet und einbaut. Ja, da muss man mal gewisse Dinge recherchieren. Also zur allgemeinen Info, vielleicht sollte ich mal kurz allgemein anfangen für Leute, die überhaupt gar keinen Plan haben. Also ich kann mir das zwar gar nicht vorstellen, dass es da draußen Menschen gibt, die mit Literatur wenig anfangen können oder die selber gar nicht schreiben. Das ist für mich einfach, weiß ich nicht, ein Buch mit 7 Siegeln. Ich verstehe das da nicht oder kann mich da nicht richtig rein versetzen. Ich meine, was macht man dann, wenn man kreative Ideen hat und das stundenlang durchgeht? Sitzt man einfach da und macht gar nichts, oder da muss einem ja super langweilig sein eigentlich. Aber um es mal runterzubrechen, das hier ist nicht das erste Manuskript, was ich angefangen habe. Ich habe bis jetzt noch kein Manuskript wirklich fertiggestellt, mit Ausnahme von dem allerersten Ding Vajanuku. Ist mittlerweile nicht mehr online, braucht ihr gar nicht suchen. Einige Leute haben es vielleicht gelesen, es war so ein Text, damals Fanfiction mit, ich glaube, den Charakteren, also so YouTuber, Let's Player und Zombie, German Let's Play und ich glaube Taddle damals. Ja, dann habe ich was entworfen, so 10 Kapitel. Ich glaube, jedes Kapitel habe ich mir damals als Ziel gesetzt, sollte so 3000 Worte haben. Ich bin dann auch insgesamt zu etwas über 30.000 Worte hingekommen. Und das war damals nur ein Test, um zu schauen, ob überhaupt jemand liest, was ich schreibe. Leute haben es gelesen. Ich hatte sehr gute positive Rückmeldungen, auch was die Verständlichkeit angeht. Und dann habe ich andere Sachen angefangen und gemerkt, dass ich bei beispielsweise Gefängnis der Geister hatte ich zwischenzeitlich, glaube ich, 50.000 Worte online. Und das Ding werde ich auch noch irgendwann fertig schreiben, wenn auch komplett anders. Weil ich dann gemerkt habe, dass mir bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten fehlen.
Ja, das ist so, vielleicht kennt das der ein oder andere. Man hat so eine Idee für ein richtig cooles Foto, aber man weiß noch nicht mal, wie man einer Digitalkamera irgendwie den, ja, oder einer Spiegelreflex irgendwie den Kontrast oder die Helligkeit oder so ändert. Oder es gibt so viele Dinge, die man erst in der Grundlage lernen muss. Man hat direkt so so Next Level, ein Fall, irgendwas total Brillantes, ja, was auch total kreativ ist, aber man hat nicht die grundlegenden Fertigkeiten trainiert, die man braucht, damit man sowas dann einfach mal machen kann. Ja, ich glaube, in meinem Fall, was hat mir da gefehlt? Entweder die Dialoge oder aber das Hin und Her switchen zwischen mehreren POVs, dass das alles auch noch glaubwürdig bleibt und die total übergroße Struktur, und es wäre halt ein riesengroßes Ding geworden. Irgendwo habe ich noch den Plan liegen, mit, ich weiß gar nicht, wie viel das insgesamt werden sollte. Ich glaube, irgendwie drei Abschnitte oder so, 150.000 oder 200.000 Worte, irgendwie, auf jeden Fall schon mehrere Bände und total komplex mit so, ne, also psychologische Science Fiction mit ein bisschen Horror, so Kuppelstädte auf einem ansonsten total kaputten Planeten mit toxischen Wäldern und so Zeitanomalie-Räume komplett in Schwarz und riesengroße, also so Rieseninsekten. Was war das? Nicht Heuschrecke, Gottesanbeterin. Ja, hoch wie, so groß wie ein Hochhaus und irgendwelche riesengroßen Pilze außerhalb der Kuppeln und verschiedene Fraktionen, Sicherheitsapparat der Polizei, irgendwelche religiösen Fanatiker, Geheimdienstler, Politiker, irgendwelche Teenager mit Kampfrobotern, aber das war auch noch nicht alles, und dann ganz viele Klone und ich weiß auch noch nicht, ob ich dann Paralleldimension drin hatte oder das ist halt, ich sag mal, Betrug am Leser ist, der dann meint, ich hätte hier irgendwie einen Charakter, der denkt, er sei so jemand, aber in Wahrheit ist es einfach nur ein fehlgeleitetes Experiment von irgendeinem Klon, der meint, er komme aus einer anderen Welt, dabei ist es nur eine eingepflanzte Erinnerung. Ihr merkt schon, dass ich gerne Science Fiction lese oder gelesen habe. Das ist so viel. Ich habe das auch alles im Ordner, die ganzen Gedanken und so weiter. Das heißt, das Projekt ist noch nicht tot, aber das ist einfach, es ist too big. Ja, es ist zu viel auf einmal. Und dann habe ich mein anderes Projekt angefangen, mit dem Arbeitstitel Im Winter ein Herz. Das ist auf jeden Fall das, was ich nach diesem Projekt hier machen werde. Einfach weil die Idee so unfassbar geil ist. Ja, mit dem Möchtegern oder dem Nachfolger von Väterchen Frost. Ja, dass dann quasi Prinz Frost sozusagen die Rebellion anleitet. Und so richtig geil. Also so quasi so ein Mix aus Urban Fantasy und auch russischer Literatur, weil russische Bücher sind halt so geil. Ich weiß nicht, ob ihr mal russische so Märchen oder so belorussische Märchen gelesen habt, wo die dann irgendwie in einem Raum sitzen und dann macht einfach irgendjemand eine Tür im Boden oder in der Wand auf. Dann gehen die irgendwie durch einen Tunnel in der Erde und dann tauchen noch irgendwelche merkwürdigen Leute auf und total abgefahren. Ja, sowas wollte ich damit reinbringen, so diese richtig urigen Sachen auch mit einem sehr speziellen Stil. Ich glaube, ich hatte das subjektiv in der Ich-Perspektive gehalten. Ob ich das dabei belasse, weiß ich nicht. Ich wäre fast schon dafür, weil hier mit dem aktuellen Ding habe ich tatsächlich wenn man so will, meine Stimme gefunden. Und falls ihr euch gewundert habt, was jetzt der Titel von diesem YouTube-Video bedeutet, FSB, Fairy, ne Quatsch, FW, warte mal, wie ist die Abkürzung? Fairy Weather Sunshine Blues, doch FSB, FSB K7, ne? Fairy Weather Sunshine Blues, Kapitel 7, Kommentar. Ich bin derjenige, der kommentiert. Warum mache ich das hier? Ich fand die Idee hübsch. Ja, weil ich, ups, quasi jemand bin, der eigentlich Liebesromane oftmals nicht mag. Kann die oft nicht ausstehen oder nicht ernst nehmen. So viele Klischees, so viele Stereotype, und es ist wie mit anderen Dingen auch, Abenteuergeschichten, Krimis, so viele Dinge sind ausgelutscht oder noch einfacher, es ist nicht mein Geschmack. Ja, viele Leute lieben gewisse Plotlinien oder bestimmte Charaktertypen. Ich mag das nicht. Ja, und ich bin ja jemand, ich. Was ist hier die Herausforderung, quasi einen Liebesroman zu schreiben für jemanden, der sowas hasst? Ja, dass man trotzdem Gefallen dran findet, dass es irgendwie nicht kitschig wird, sondern nachvollziehbar, vielleicht nicht unbedingt tiefgründig. Ich will jetzt nicht hier den Anschein erwecken, dass es das so ein super intellektuelles Ding ist. Nein, auf keinen Fall.
Die Idee ist Massentauglichkeit. Und da habe ich mir direkt gedacht, drei Love Interests auf einmal, damit nicht dieses übliche Liebesdreieck entsteht, sondern wir eine größere Dynamik in diesem Manuskript haben. Und ich beschränke mich tatsächlich nur auf eine einzige Erzählperspektive von Leon. Ganz einfach aus dem Grund, dass der Typ halt mit allen drei Love Interests zu tun hat. Würde ich das aus der Perspektive von einer anderen Figur schreiben, dann würden diverse Szenen oder Dialoge halt wegfallen. Ja, weil bestimmte Charaktere vielleicht nicht miteinander reden oder verfeindet sind, sich nicht leiden können oder auch einfach andere Dinge machen. Ja, also beispielsweise hier dieser Charakter Lilo, dieses Gespenst oder irgendein Charakter, der erstmal behauptet, ein Gespenst zu sein. Ja, mehr verrate ich an der Stelle noch nicht. Wenn ich das aus der Perspektive schreiben würde, dann hätte ich quasi so ein mächtiges Wesen mit sehr viel Wissen und Erfahrung und es kann sich nur an bestimmten Orten zeigen, aus bestimmten Gründen. Und wenn man so mit, ich sag mal, mit dem Allwissen reingeht, dann wird's langweilig. Und Leon ist dieser Typ, habt ihr vielleicht schon gemerkt, falls ihr es gelesen habt, er ist nicht unbedingt der Schlauste, er ist pragmatisch, er ist auch mal faul, oder bequem. Ja, so ein Jedermann. Ich denke, da kann sich auch jeder gut reinversetzen. Und ich bleibe konsequent dann in dieser einen POV, um das möglichst einfach zu halten. Und dann ist es formal noch in der dritten Person geschrieben, um die Fokalisationsstufe so zugänglich wie möglich zu halten. Falls ihr das nicht kennt, Fokalisation ist dieser sozusagen dieser Drehregler. Früher hat man irgendwie mal gesagt, Ich-Perspektive, Er-Perspektive, allwissender Erzähler. Ja, dieser ganze Blödsinn. Fokalisation kann man sich quasi vorstellen, immer wie so ein Drehregler. 12 Minuten, ich muss mich wirklich mal ranhalten, dass ich hier, deswegen rede ich auch schneller. Fokalisation ist quasi das eine Extrem. Man hat den kompletten Überblick über alles, weiß alles, kann zwischen den Charakteren hin und her gehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das dann sowas wie von Alan Moore, Jerusalem oder auch, ich glaube, James Joyce war das mit Ulysses, wo du einfach den Leser erschlägst mit dem kompletten Vokabular. Ja, dass es einfach too much ist. Und man dann auch in den verschiedenen Kapiteln dann ständig die Erzählperspektive wechselt und alles drunter und drüber, alles durcheinander, viele Wiederholungen und du blickst halt irgendwo gar nicht mehr durch, du bist überfordert, es ist zäh, du liest es nicht zu Ende. Und das andere Extrem ist, man beschränkt sich auf eine einzige Figur und beschreibt auch nur das, was passiert, wenn man in der Sicht dieser Figur ist. Das mache ich nicht, denn ich erwähne ja auch hier und da so Dinge, die nebenbei passieren. Also wenn sich Leon beispielsweise in einem Raum aufhält mit einer anderen Figur, dann beschreibe ich ja zum Beispiel, oder die Erzählerstimme, wie man es nennen möchte, beschreibt ja beispielsweise auch den Gesichtsausdruck von bestimmten Charakteren, selbst wenn Leon in eine andere Richtung schaut. Ja, damit der Leser trotzdem diese Info hat. Und die Idee jetzt mit dieser Fokalisationsstufe ist, dass man gewisse Intimität oder Nähe reinbringen kann, beziehungsweise man kann eine gewisse Stimmung auslösen oder verursachen. Ja, wenn man halt in der Innensicht eines Charakters ist, also beispielsweise Ich-Perspektive und geht diesen ganzen Bewusstseinsstrom durch mit dem Seelenstriptease, dann kennst du alles. Ist manchmal reizvoll, wenn man einen richtig guten Charakter hat. Also hier in der Geschichte würde sich wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, Ludwig dafür anbieten. Aber dann hättet ihr eben die ganze Zeit so einen Bewusstseinsstrom von einem sehr exzentrischen Maler. Und dann würden die Kapitel extrem langsam werden. Ja, weil der ja ständig über irgendwelche philosophischen und ästhetischen Dinge dann reden würde oder nachdenken würde und er würde alles durch dieses Auge des Künstlers betrachten und ja, der eigentliche Dialog oder diese zielstrebige Handlung würde nach hinten oder da würde irgendwie in die Seite verlagert und gar nicht mehr so wichtig sein. Wäre bestimmt ganz reizvoll, so aus einer, ich sag mal, aus so einer intellektuellen Sicht. Aber ich mag sowas nicht, weil das sind so diese typischen Romane von wegen friss oder stirb.
Ja, wenn du dich wirklich quälen musst, und jeder von uns hat, glaube ich, schon mal so einen Roman in der Hand gehabt. Mein letztes Vergnügen in Anführungszeichen war von Dimitri Gluchowski, Future, also Futu.re. Und das ist so überfüllt. Also es ist dann so dieses typische Buch mit irgendwie 600, 700 Seiten, wo du dann schon drei, vier Seiten Beschreibung hast oder Bewusstseinsstrom, während ein Typ nur einen Fahrstuhl hochfährt. Sowas. Und ich habe festgestellt, im Laufe meines, wie soll ich sagen, Leselebens oder Schreibelebens, dass man ja nicht nur einen Geschmack entwickelt, sondern auch Vorlieben. Ja, was man wirklich mag oder was einen beeindruckt hat, was bei einem hängen geblieben ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser total subjektive Bewusstseinsstrom ist halt geil beim Schreiben und macht auch viel her, ist aber beim Lesen einfach eine Katastrophe. Das ist nicht gemütlich, das ist zäh. Und auch dieser total künstliche, sehr elaborierte, dieser klassische literarische Stil, wo jemand irgendwie so, ja, gerade so in konservativen Texten, ich mag das jetzt immer so leicht ekelhaft, man, ich weiß nicht. Ja, falls ihr sowas schon mal gelesen habt, irgendwie in der Welt oder so, wenn so konservative Leute dann Dinge dann kritisieren und zusammenfassen und sich da irgendwie so gegenseitig auf die Schulter klopfen und so richtig. So richtig unangenehm einfach. Und dann gibt es ja auch diese klassische Weise zu schreiben, die aber immer etwas angestaubt wirkt, also irgendwie nicht lebensnah, wo man sich nicht richtig in die Figuren reinversetzen kann. Es ist immer so eine gewisse Distanz da. Ich glaube, lass mich nichts Falsches sagen. Ich glaube, das war bei Turgenew. Ja, richtig, richtig krasser Prosa-Stil. Vielleicht der beste, den ich je gesehen habe. Ja, dazu, ich meine, Kurzgeschichten und Novellen geschrieben hauptsächlich. Russischer Autor, also wirklich unfassbar krasse Prosa. Ich weiß auch gar nicht, wer da überhaupt noch ranreicht. Wahrscheinlich Flaubert oder so, aber das ist halt so, das wirkt dann immer so wie in Stein gemeißelt alles. Wirkt dann aber auch teilweise irgendwie unnahbar künstlich. Und mein Lieblingsstil ist ja diese Verschmelzung zwischen dem klassischen Stil, wo man möglichst verständlich schreiben will, deswegen ja auch klassisch, und dem anekdotenhaften Stil. Wenn man zu anekdotenhaft unterwegs ist, zu umgangssprachlich, dann wirkt es irgendwann flapsig und man kann das Ganze nicht mehr ernst nehmen. Kennt ihr vielleicht so aus den typischen so Biografien von irgendwelchen Rockmusikern, die dann sehr umgangssprachlich schreiben, dass man manchmal das Gefühl hat, hey, hier schreibt irgendwie ein erwachsener Mann, aber klingt teilweise eher wie so ein männlicher Jugendlicher, der geistig nicht gereift ist. Und wenn man das dann mischt mit dem klassischen Stil, dann hat man so einen Stil wie bei meinem Lieblingsbuch Sturmhöhe, Wuthering Heights oder auch bei, ne, Donnertat. Sowas mag ich ja. Also zumindest ist das so bei Die geheime Geschichte. In dem anderen Buch, was ich jetzt am Lesen war oder gelesen, immer noch. Nee, ganz durch bin ich noch nicht. Habe zwischendurch andere Sachen gemacht. Ja, in diesen Büchern ist der Stil richtig gut, aber man wird nicht komplett erschlagen. Das heißt, es ist schon niveauvoll. Es ist definitiv besser als das, was die üblichen Journalisten oder Lehrer oder so hinbekommen, oder generell die ganzen typischen Autoren. Ja, wenn ihr schon mal in der Buchhandlung wart, es gibt immer so diese typischen Bücher. Ihr schaut aufs Cover, ihr lest hinten die Beschreibung durch, blättert ein bisschen drin rum und ja, Stangenware. Nichts Besonderes. Das sind so diese Dinger, wo man sich denkt, hey, da kann ich selber besser schreiben und das stimmt auch. Ja, aber ich mag das, wenn man quasi diese Gemütlichkeit aus diesem anekdotenhaften Umgangssprachlichen hat. Ja, dass man sich direkt da hineinfühlen kann, dass man einfach in dieser Welt, in diesem Buch versinken kann, dass man aber gleichzeitig so eine gewisse Klasse oder ein gewisses Niveau hält. Ja, dass nicht alles irgendwie flapsig und 0815 rüberkommt.
und dann auch so eine gewisse ranzige Note entwickelt, sondern dass man das Gefühl hat, ja, den Text könnte man auch jetzt ins Regal stellen oder in eine Zeitkapsel und kannst du auch noch in 20 Jahren lesen oder in 40 Jahren oder in 100 Jahren, weil der Stil verständlich bleibt. Es gibt ja sehr viele Bücher mit unfassbar vielen Adjektiven oder auch Neologismen oder wo Leute total abschweifen. Ich habe ja mal in der Buchhandlung in, wie heißt der Typ? Oder war das auf Amazon? Habe ich in, ich glaube, Murakami heißt der, dieser Japaner. Nee, Quatsch, das war in der Buchhandlung. Habe ich mal ein paar Regalmeter, da standen da so Murakami-Bücher. Gleich habe ich auch schon gemacht mit Stephen King. Und ja, die Leute können schon schreiben und bringen auch Inhalt und so weiter rüber. Aber wenn man das liest, dann merkt man richtig, wie da teilweise die Sprache nicht ordentlich geschnitten wird. Ja, das heißt, es sind immer wieder Absätze drin, also wo du genau weißt, wer das irgendwann in 20, 30 Jahren liest, der wird keinen Zugang mehr dazu finden, weil die Sprache dann einfach eine komplett andere sein wird. Ja, ganz viele Phrasen oder bestimmte Wortzusammensetzungen, Zusammenstellungen, das funktioniert dann einfach nicht mehr. Und gerade im Deutschen muss man da auch extrem aufpassen, weil wir ja das Problem haben. Ja, also das möchte ich an der Stelle nur sagen, falls ihr an diesem Video ansonsten gar nichts mitnehmen könnt. Die eine Sache bitte merken. In der deutschen Sprache haben wir das Problem, dass wir gerne Substantive beliebig zusammenbauen. Ja, also, um jetzt mal ein Beispiel zu machen, in fast jeder anderen Sprache würde man die Substantive einzeln im Satz haben. Also keine Ahnung, er geht durch das Tor in die Hölle. Ja, und wir würden ein Höllentor sagen. Das funktioniert immer, wenn man zusammen, also diese Komposita hat, die allgemein bekannt sind und auch noch kurz bleiben. Also wenn ich jetzt schreibe Krankenhaus, muss ich nicht extra sagen, wir gehen in ein Haus für Kranke. Ja. Fällt mir gerade noch was ein. Oder sowas wie Mülldeponie. Ist halt in der Standardsprache drin. Aber man findet auch ganz oft so Komposita irgendwie ein gutes Beispiel oder ein Negativbeispiel wäre sowas wie Bundeswirtschaftsminister. In jedem anderen Land oder in diversen anderen Sprachen würde man immer sagen, ein Minister in der Regierung oder dieser Politiker ist in der Regierung Minister für das und das. Nein, wir machen immer diese ewig langen Namen. Also da muss man echt aufpassen, dass man nicht die ganzen Substantive immer zusammenbaut. Und schaut mal in klassische Texte, also Goethe-Prosa-Texte zum Beispiel. Man kann in der deutschen Sprache auch die Sätze eher simpel halten, zumindest was die Substantive angeht. Ich habe damals diesen Schreibratgeber gelesen. Kann ich euch allen nur empfehlen. Hier Deutsch für junge Profis von Wolf Schneider. Sehr dünnes Buch. Habe ich damals in, ich glaube, in Köln, in dieser riesengroßen Buchhandlung da am, ist das der Anger? Da stand ich ja vor so einem, also wirklich an so einem ewig langen Tisch mit gefühlt hunderten Büchern zum Thema Schreiben. Und es gibt ja sehr viele Leute, die dann so 500 Seiten noch mehr schreiben, wie sie es machen würden, aus der Ich-Perspektive. Ihr ganz toller Schreibweg, wo sie schreiben, wie toll das Schreiben ist und warum Lesen schön ist. Und was man halt nicht braucht, man will ja handwerkliche Tipps bekommen. Und in diesem schmalen Büchlein waren so unfassbar wertvolle Infos drinne. Die wichtigsten davon, die habe ich immer noch im Kopf, kann ich euch direkt weitergeben. Zum Beispiel, dass man immer nur in Pfeilrichtung schreiben soll. Erst Sache A, Sache B, Sache C, nicht die ganze Zeit Einschubsätze. Oder dass man irgendwie, wenn man so einen Einschubsatz hat, sollten die in der Regel nicht länger sein als, ich glaube, 7 bis 10 Worte. Und da war halt auch dieser Hinweis, ja, irgendwie Substantive, irgendwie nicht, wie war denn das? Entweder war da eine Vorgabe für die Buchstabenanzahl innerhalb der Substantive oder halt die Silbenanzahl, irgendwie sowas, dass man die Dinge halt versucht kurz zu halten. Und nicht immer diese super langen Substantive im Satz hat. Ja, und natürlich noch dieser klassische Hinweis mit den Adjektiven und Adverbien, aber das kennt ihr wahrscheinlich,
dass man da nicht unfassbar viel reinpacken soll, sondern wenn man ein Substantiv hat, sollte man sich überlegen, mache ich erstens überhaupt ein Adjektiv davor? Und wenn ja, welches der 10 Adjektive, die mir jetzt einfallen, passt in dem Satz am besten? Muss man aber auch aufpassen, denn es kann dann leicht passieren, dass man halt vergisst, dann irgendwie die Handlung zu beschreiben oder dass man einfach nur noch Dinge austauscht, die im Großen und Ganzen egal sind. Ich kann Ihnen hier das Beispiel bringen aus dem ersten bisschen Text, was ich hier im Kapitel habe. Hier diese Formulierung weinerliche Grabrede. Grabrede geht als Zusammensetzung, weil Grabrede ist ein etabliertes Wort. Ja. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht Geigenvirtuose aufschreiben. Da würde ich halt schreiben Virtuose an der Geige. Ja, immer mit dem Hintergedanken, falls das mal jemand in eine andere Sprache übersetzen möchte. Es geht ja sonst so gut wie gar nicht. Aber hier, anstatt mich jetzt bei dem Adjektiv aufzuhalten, habe ich weitergeschrieben. Man könnte jetzt mit Sicherheit diskutieren, ob das Wort an der Stelle Sinn macht. Ja, oder ob man nicht ein anderes Adjektiv nehmen könnte. Und wenn ich jetzt noch ein paar Tage drüber nachdenke, könnte ich mich jetzt mit Sicherheit noch andere Adjektive nennen, die an der Stelle passen, die vielleicht auch besser passen. Aber dann kommt man nicht mehr weiter. Ja, dann ist man so sehr damit beschäftigt, die Sätze schöner klingen zu lassen, dass man vergisst zu schreiben. Und ich muss mich immer dazu zwingen, weil ich halt dazu neige, mir zu viele Gedanken zu machen. Aber ich habe eine Sache aus der Praxis übernommen. Ja, es gibt Dinge, die stehen in der Theorie immer in diesen ganzen Ratgebern und man liest es immer überall in Interviews und so, oder wenn man sich so Dokus anschaut oder generell irgendwo Autoren reden. Ich weiß nicht, ob er so Videos schon mal geschaut hat. Ich habe von ganz vielen verschiedenen Leuten wahrscheinlich hunderte Stunden an so Schreibkram, Ratgeber, Hinweise und so weiter alles angeschaut und durchgelesen. Aber was kaum einer sagt, ist, wenn man selber liest, beziehungsweise mit anderen redet, die auch lesen, stellt man fest, es gibt Dinge, die in diesem Medium funktionieren. Man kann nicht genau sagen, warum das so ist, ja, oder warum das in diesem Medium funktioniert, aber es geht, es ist effektiv. Ja, vergleichbar mit einem Kartenspiel. Ja, ich kann mich an Magic erinnern. Da gibt es Karten, die klingen in der Theorie ultra geil und im Spiel funktionieren die einfach nicht. Ja. Man gewinnt damit nicht oder man kann die nie richtig ausspielen. Dann gibt es Karten, die wirken erstmal eher banal oder simpel und sind aber im Spielen selber extrem effektiv. Ja, also ein gutes Beispiel dafür wäre, also kleiner Exkurs bei, ich glaube, Mono Blau ist das. Ich glaube, die kostet ein Mana, die Kreatur vom Gegner wieder auf die Hand zurückschicken. Man denkt sich immer so, yo, am Anfang bei schwachen Kreaturen total sinnlos. Ja, ob man da jetzt einen Lebenspunkt verliert oder nicht, who cares? Und später dann, ja, macht der Gegner einfach die Kreaturenbeschwörung dann im nächsten Zug. Ja, die Karte ist doch gar nicht so stark. Braucht man nicht. Man kann das doch für anderen Platz nutzen, aber wenn man dann mal so ein Deck gespielt hat, wo die Karte dann viermal drin ist, also sowas so Mono Blue Tempo mäßig, es gibt so viele krasse Kombinationen und man kann damit auch Spiele gewinnen tatsächlich. Und das kapiert man nur, wenn man es in der Praxis dann so ein bisschen ausprobiert. Und was mir beispielsweise aufgefallen ist, es wird ja immer oft darauf hingewiesen, hier, man soll den gleichen Satzanfang nicht zwei oder dreimal nacheinander verwenden. Ja, oder man soll Namen von Charakteren nicht andauernd verwenden. Ja, stellt sich dann beim Lesen heraus, man nimmt es überhaupt nicht wahr. Ja, und im Zweifelsfall ist es sogar sinnvoll, beispielsweise einen Namen zu schreiben, damit die Leute wissen, wer gerade gemeint ist. Ja, es nimmt dir Denkarbeit weg. Ja, oder es gibt so ganz viele Sachen mit so
Formen der Hilfsverben, ne? So haben, sein. Ja, wie oft ich in einem Text schon hatte oder war oder so geschrieben habe, das nimmt man hinterher nicht mehr auf. Also man liest drüber hinweg und man versteht es trotzdem. Und was auch ganz interessant ist, man muss nicht jeden Satz super simpel herunterbrechen. Man kann durchaus mal, habe ich ein Beispiel, ich glaube, hier hatte ich das. Satz geht hier los. Erster ernste Blick. Wollte ich vielleicht auch noch umstellen wegen er, ne, er. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auf Anhieb seht, aber erst und dann hier auch nochmal ein Wort mit erst. Hier ist ein der, dann ist hier nochmal ein der. Da bin ich immer geneigt, das nochmal umzustellen, weil es einfach sprachlich nicht so schön klingt. Und hier gelangweilten, das ist auch so ein langes Wort, könnte man auch noch streichen. Und der Satz ist auch noch ziemlich lange, geht bis. Ist es ein Satz? Na, ich glaube, das dürfte ein Satz sein, ewig lang, und viele Sachen gefallen mir daran nicht, aber da der Satz steht ja nicht im luftleeren Raum, die anderen Sätze hier stehen ja drumherum und sind eher sehr einfach. Ja, oder sind halt leicht verständlich, und dann ist es tatsächlich in der Praxis so, wenn der Rest drumherum direkt verständlich ist, kann man auch mal so einen Satz unterschmuggeln, der halt sehr lang ist oder vielleicht mal sperrig Ecken und Kanten hat. Und das ist auch eine Sache, die ganz wichtig ist, das wissen auch die allerwenigsten. Beziehungsweise die meisten Leute wissen ja, dass Sprache letztlich sozusagen toter Gesang ist. Beziehungsweise totes Sprechen. Ja? Die natürliche Form ist, ich rede oder ich singe. Ja, und dementsprechend wäre dann Text quasi meine tote Stimme. Weil ich ja nicht anwesend bin und das spreche, sondern man kann es halt von einem Blatt ablesen. Aber wenn wir kommunizieren, wenn wir Sprache in den Raum werfen, egal welche Sprache das jetzt ist, es geht immer über Musik. Und es gibt ja sogar Sprachen wie, ich meine, Chinesisch ist das so, oder beim Chinesischen ist das so, dass man teilweise dasselbe Wort hat, aber je nachdem, ob man dann die Tonhöhe verändert, während man das Wort sagt, ändert sich die Bedeutung. Das heißt, Sprache ist immer irgendwo auch musikalisch. Deswegen sind ja auch so Songschreiber, so Sänger, auch immer wieder sehr gute Dichter. Denn was sind Gedichte? Ja, Songs ohne Gesang. Und das kann man sich zunutze machen, indem man darauf achtet, dass ein Text musikalisch klingt. Ja, das heißt, wenn ich immer nur super komplexe Sätze schreibe, ja, das wäre ekelhaft. Das kann man schlecht lesen. Also ich dürfte nicht immer nur so diese Monstersätze raushauen. Immer nur primitive Hauptsätze, auch nicht gut. Das klingt dann irgendwie stumpfsinnig. Wenn ich es aber so wechsle, lange Sätze, kurze Sätze, mittellange Sätze und darauf achte, dass es einen Fluss ergibt, einfach einen guten Klang, dann kann das funktionieren. Und das kann man übrigens testen, indem man erst still liest und schaut, ob man irgendwo stolpert und dann noch mal so halb flüsternd vor sich hin murmelt, ja, beim Lesen, ob man da irgendwo stolpert. Und wenn man im Großen und Ganzen so 90% durch den Text durchkommt, dann ist es gut. Und das ist in dem Text hier tatsächlich der Fall. Ich habe hin und wieder so kleine Momente, wo ich nicht 100 pro zufrieden bin. Ja, wo ich mir bedenke, das könntest du noch mal umstellen. Aber ich finde, dass das gehört doch irgendwie rein, dass man so diese kleinen Schnitzer hat oder diese kleinen Ungereimtheiten, diese kleinen Fehler, wo dann Leute auch merken, oh, das ist jetzt nicht komplett durchkomponiert, das ist nicht 100% Prosaporn, sondern hier sind auch mal so diese kleinen menschlichen Fehler. Das macht das Ganze insgesamt authentischer. Also man braucht irgendwo, vereinfacht gesagt, Salz in der Suppe. Wenn ich das jetzt zu perfekt durchformulieren würde, dann wäre es irgendwie künstlich und Leute könnten den Inhalt wahrscheinlich nicht mehr ernst nehmen.
Ja, deswegen mache ich mir nicht zu viele Gedanken, wenn ich Leute komplett over the top reden lasse, denn oftmals passt es ja dann doch. Also Leser sind ja nicht dumm, sondern man kann ja auch hin und wieder was etwas Anspruchsvolleres reinmachen. Das verstehen die dann schon. Ja, mal gerade schauen, wie viel ich hier. 35 Minuten. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen allgemein geredet. Ja, nur, dass ihr es nachvollziehen könnt, was ich hier gerade mache, wie mein Gedankenprozess ist. Also wie gesagt, ich hatte dieses Vajanuku-Ding mit 30.000 Worten. Ich habe meinen Schreibratgeber geschrieben. Den habe ich immer noch im Ordner abgeheftet, auch digital, auch nicht mehr online. Der hatte, glaube ich, warte mal, wie viele Worte hatte der? Waren das 50.000 oder waren es 40? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, den hatte ich so geschrieben für Zielgruppe kreative Menschen zwischen, ich sag mal, 17 und 21, die unbedingt schreiben wollen und wahrscheinlich dann dieselben Fragen haben oder Probleme, die ich damals hatte. Ja, also einiges davon habe ich jetzt mittlerweile schon begriffen, anderes immer noch nicht. Ja, man lernt ja ständig andere Sachen dazu. Aber so grundlegende Dinge wie schreib immer so, als würdest du Freunden an einem Lagerfeuer was erzählen. Also dieser gemütliche Tonfall, verständlich, auch umfassend, auch mal komplex, schwierig, intelligent. Ja, die Leute sind ja nicht doof, die mögen es, wenn man auch mal ein bisschen so Rätselkram einbaut. Aber eben nicht so komplett over the top. Ich habe das immer wieder gesehen, so avantgardistische Texte. Du liest das, denkst du so, ja, intelligenter Mensch, auch wirklich toller Inhalt, so, ich würde es ja so gerne irgendwo genießen oder nachvollziehen, aber du kannst es einfach nicht lesen. Ja. Also nur mal als Beispiel, vielleicht kennt ihr diesen Satiriker Sonneborn. Fantastischer Mensch, intelligent, viele tolle Ideen, Einfälle, aber der Stil. Der Typ macht sich mit dem Schreiben, ich sag mal, sehr viel kaputt. Würde er einen anderen Schreibstil wählen, ja, hätte er wahrscheinlich ein paar Millionen Leser mehr. Ja, das heißt, ich habe Vajanuku geschrieben, so als Testballon, einfach nur um zu schauen, ob überhaupt irgendjemand an dem interessiert ist, was ich schreibe. Denn ihr wisst ja, wenn man eine Fanfiction schreibt, zu einem bestimmten Ding, was populär ist, das war irgendwie 2014 rum, so YouTuber, ja, andere Fandoms, die immer noch populär sind, ne, Harry Potter, Sherlock, ich glaube Star Trek war eine ganze Zeit lang. Was ist denn noch? Was ist denn aktuell populär? Vielleicht Game of Thrones war auch eine Zeit lang immer heftig. Ja, also es gibt immer so ein paar Serien, die halt, oder auch Anime oder reale Serien, wenn man da was schreiben würde, hätte man sofort Leser. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn jetzt dann das Final Fantasy Remake-Ding weitergeht, wird wahrscheinlich auch wieder Final Fantasy VII jede Menge Leute anziehen oder auch Final Fantasy generell, wenn man da was schreibt oder Legend of Zelda oder so. Was ist noch? The Witcher ist, glaube ich, zwischenzeitlich ein Ding gewesen. Kann das sein? Oder irre ich mich gerade? Ja, auf jeden Fall, wenn man da schreiben würde, hätte man Leser, aber damit kann man halt nur testen, ob man generell in der Lage ist, verständlich zu schreiben, dass Leute das dann auch durchlesen, weiterlesen. Ja, ob sie es verstehen. Aber sonst lesen die Leute ja aufgrund des, ne, Source Materials und nicht wegen der Gedanken, die man da selber reinbringt. Ja, und dann habe ich eben diese 50.000 Worte geschrieben, dann bei, ich weiß gar nicht, hatte ich bei Im Winter ein Herz schon 20.000 Worte, hatte ich 16, ich weiß es gar nicht mehr. Das Ding muss ich auf jeden Fall weiterschreiben, aber da hatte ich eben das Problem mit einmal diesem radikal subjektiven Stil in der Ich-Perspektive und dann auch, ne, russisch, also sehr melancholisch, düster. Und das ist etwas, womit man dann auch sehr viele Leute direkt verprellt. Ja, wenn man so mit Blutmagie anfängt und so richtig ekelhafte, düstere Sachen schreibt.
Und vor allem auch mit der Ich-Perspektive, wenn ich schon auf Twitter immer sehe, dass Leute dann irgendwie meine Sachen nicht richtig verstehen oder meinen Humor nicht verstehen, ja, dann, ja, und ich mache jetzt keine wirklich komplett ausgefallenen Sachen. Ja, also jetzt mal als Beispiel, was wirklich ausgefallen wäre. Schaut euch mal auf Amazon diese Pseudobiografie von Jim Carrey an, mit seinem Co-Autor. Ich habe da mal reingeklickt in die Vorschau. Ey, das ist, dagegen ist Clockwork Orange konservative, gut verständliche Prosa. Ja, also man liest es und man sieht, dass dort intelligente Menschen am Werk waren mit einer fantastischen Auswahl von Vokabeln. Aber wenn ich halt einen Absatz fünfmal lese, immer noch nicht verstehe, worum es geht, und dann weiterlese und es ist halt quasi das Gegenteil von eine Geschichte erzählen, wo man dann die Form in den Vordergrund stellt. Und da bin ich allgemein dann kein Freund von. Und ich erzähle das hier alles, um klarzumachen, dass das hier halt nicht der erste Text ist, an dem ich schreibe. Ja, also falls jetzt irgendjemand meinen Text liest und sich denkt, wow, wo kommt denn das jetzt alles her? Ja. Ja, wieso kannst du so formulieren auf Anhieb? Wie geht das? Nee, nee, ich habe schon meine, auch mit dem Blog, Artikel, die ich mal geschrieben habe, oder ich habe auch mal, ich glaube, auf drei verschiedenen Webseiten oder so, auch mal so Forenbeiträge oder andere Sachen geschrieben. Ja, beziehungsweise mit einzelnen ausgewählten Personen habe ich auch schon so diese legendären E-Mail-Wechsel oder ewig lange Chatverläufe über Monate hinweg. Also ich habe schon mehrere hunderttausend Worte so weggeschrieben. Ja, und da ist es ja egal, was man schreibt oder worüber man schreibt. Ob das jetzt, wenn man jetzt so ganz lange WhatsApp-Nachrichten schreibt oder auf Twitter irgendwelche Sachen, auch wenn das keine zusammenhängenden Dinge sind, man wird ja trotzdem besser im Satzbau, das Vokabular erweitert sich durchs Lesen. Ja, man wird einfach besser, wenn man dann irgendwas anderes anfängt, irgendwie das nächste Projekt. Das nimmt man ja mit, egal ob man diese Projekte jemals abgeschlossen hat, ob die damals gut waren. Das ist Arbeit. Ja, das ist, um das mal auf ein anderes Feld zu heben als Vergleich, wenn jemand Sport macht oder generell sportbegeistert ist, aber jetzt nicht dieser Monoskill-User ist, der immer nur in einer Sportart unterwegs ist, sondern jemand, der immer wieder verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, dann hat die Person vielleicht nie richtig eine einzige Sache trainiert, aber gewisse Bewegungsabläufe, Übungen sind dann bereits bekannt, oder wenn die Person dann schon fünf verschiedene Sportarten durchprobiert hat, geht in die sechste Sportart rein, soll irgendwas lernen. Klar, dass die Person dann viel besser unterwegs ist als jemand, der halt absolut gar keinen Plan von irgendwas hat. Ja, und bei mir ist ja noch die Besonderheit, ich habe ja schon Let's Plays geschaut und auch mal selber ein Spiel gespielt, Filme. Das heißt, manchmal schreibe ich so wie, na, als würde ich irgendwie die Kamera sein mitten in einem Film. Dann wieder bin ich beeinflusst von Comic-Panels oder von, ja, teilweise von Hörbüchern. Also falls ihr mal die drei Fragezeichen gehört habt, das ist eine sehr, sehr gute Übung für das atmosphärische Schreiben. Ja, denn du hast ja nur deine Ohren und dann werden diverse Dinge halt über Ton rübergebracht. Also wie bringt man in einem Hörspiel sowas wie Gefahr oder Kälte oder so rüber? Ja, also man hört dann immer irgendwie ein Ticken von der Uhr oder irgendwie ein Gongschlag oder irgendwelche Sachen, die sich bewegen, irgendwelche Motorengeräusche, irgendwelches Prasseln, Knacken vom Feuer. Auch in ASMR-Videos, da lernt man richtig, wie man Atmosphäre aufbaut. Für alle Sinne. Also, das ist auch nur so ein Tipp. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand, oder generell, ich weiß nicht, ob jemand, der sich das hier anhört, überhaupt Interesse daran hat, was selber zu schreiben oder einfach nur verstehen will, was ich hier mache. Ich erkläre das ja normalerweise niemandem, weil, naja, ich kenne auch eigentlich niemanden, der sowas macht oder sich mit sowas beschäftigt. Ich kenne vielleicht ein paar Leute übers Internet, die ähnlich ticken.
Ja, also beispielsweise werde ich jetzt hier der Melancholia jetzt beispielsweise nichts Neues erzählen. Oder generell Leute, die halt selber schreiben, die kennen diese ganzen Prozesse, die machen sich die Gedanken, denken sich auch irgendwo, bin ich eigentlich komplett bescheuert? Bin ich wahnsinnig? Bin ich irgendwie ein Freak? Aber für alle Außenstehenden muss das ja total amüsant sein. Angenommen, ich lade ein neues Kapitel hoch. Und dann tauchen da einfach aus dem Nichts tausende Worte auf und keiner hat von euch eine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, das musste ja teilweise wirken wie Zauberei und um das mal hier darzustellen, deswegen will ich ja das Video gerade machen. Ich hatte ja angekündigt auf Twitter, glaube ich, soll ich mal so ein Video machen, wo ich quasi live kommentiere, wie ich schreibe oder wie ich Worte dazu bringe. Um es grundsätzlich zu sagen, ich habe 25 Kapitel durchgeplant, wo ich genau weiß, was da an Inhalt passiert. Wo ich auch genau weiß, welche Charaktere auftreten und ja, ich kann auch Nebencharaktere einbauen, wenn mir danach ist, oder ja, ich kann auch die Orte wechseln oder jetzt irgendwie Kleidung beschreiben oder Essen beschreiben, irgendwelche Dinge noch einbauen, irgendwelche Sachen. Also als Beispiel in einem Kapitel werden die Leute auf jeden Fall innerhalb der Welt Pen und Paper spielen, ein Kapitel lang. Aber nicht einfach nur so für die Cuts, sondern die Funktion von dem Kapitel wird dann sein, dass quasi die Leute, die in dieser Band zusammenspielen, also dann Leon, Vero, Ludwig, Charles und ich glaube noch irgendjemand, dass die quasi so als Band diese Teamchemie halt ausbauen. Und man außerdem dann so Charakterkonflikte quasi in diese Fantasy-Welt verlegen kann. Also, dass die dann irgendwie so bestimmte Rivalitäten und Sticheleien dann über ihre Fantasy-Charaktere in diesem Pen-and-Paper-Ding ausleben. So wie wir das ja auch in unserer Realität machen, wenn wir irgendwo spielen, dann lässt eben vielleicht mal jemand seine sadistische Ader raus oder macht irgendwelche sarkastischen Kommentare und das sagt dann ja sehr viel über einen Charakter aus oder wenn ein Charakter dann, den du normalerweise gar nicht kennst, dann im Spiel anderen Leuten hilft, sich selber zurücknimmt oder sehr höflich ist, cool rüberkommt. Das sagt ja auch sehr, sehr viel darüber aus, wie dieser Charakter dann in der Realität ist. Ja, und da werde ich halt mir in dem Kapitel dann, ich weiß auch gerade gar nicht, welche Nummer das ist, muss ich nochmal nachschauen, aber in dem Kapitel werde ich mir dann die Freiheit nehmen und wahrscheinlich so eine kleine Rahmensache schreiben, wie die sich da einfinden, wie das danach weitergeht. Ja, also wie die sich vielleicht dann Tschüss sagen. Und dann habe ich ja quasi die 4000 Worte circa vom Kapitel frei oder 3000 oder so, um dieses Pen-and-Paper-Ding zu beschreiben. Und was ich dann da für eine Welt ansetze oder für eine Gruppe oder was die da genau spielen oder was da für Insider fallen, das überlege ich mir dann quasi, wenn ich das schreibe. Und das ist gewissermaßen meine Variante des Drehbuchschreibens, ja, dass ich sozusagen wie in so einem Anime-Film schon genau weiß, das und das wird auf jeden Fall passieren, ja, dass ich das alles schon Panel für Panel schon vorskizziert habe, also dass das zum Beispiel stattfindet, das Event, aber den Hintergrund, das alles dann auszumalen und dann die Details einzufügen, ja. Das kann man sich ja spontan überlegen. Wie bei Kleidung auch, ob der hat jetzt jemand irgendwie eine blaue Jacke an oder eine gelbe Jacke oder eine grüne Jacke. Ja, das sind ja Dinge. Oder ob es in einer Szene gerade regnet oder ob es da Nebel ist oder am frühen Morgen ist oder am späten Nachmittag. Das sind ja teilweise so Überlegungen, die man dann spontan trifft, weil man irgendwie eine gewisse Verbindung zu irgendwas herstellen kann, wo es dann in dem Moment sehr, sehr gut passt. Ja, oder ich weiß noch nicht, ob ich diesen Pickup, den ich ja erwähnt habe, ob ich das noch detaillierter mache, ob ich mir jetzt tatsächlich die Mühe mache und schaue, was für Autotypen gab es in Westkanada 1995 und dann irgendwie ein bestimmtes Modell noch nenne. Ja, ich weiß noch nicht, ob dieser Wagen nochmal irgendwann wichtig wird, ob ich noch eine Szene mache oder mehrere, wo die viel mit dem Auto durch die Gegend fahren. Denn darum geht es ja in der Geschichte gerade nicht. Deswegen habe ich es nicht so ausführlich erwähnt.
Aber das ist ja immer so die Sache, man kann Dinge erwähnen und dann ja mehrere Kapitel später nochmal drauf zurückkommen und es dann ausführlicher dann beschreiben. Ja, aber das hier nur so als Vorgeplänkel, damit ihr ungefähr wisst, was ich so für einen Stand der Dinge habe. Also ja, ich habe mir ganz viele Schreibratgeber und Interviews, Dokus, alles Mögliche gegeben. Auch schon anderes Zeug geschrieben. Und die Idee ist hier wirklich dritte Person, eine POV, möglichst, ich sag mal, einsteigerfreundlich. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich beim Lesen selber motiviert oder begeistert hat. Wenn du mal nicht immer nur diese 700 Seiten Wälzer hast, sondern ein Buch, 300 Seiten, 350 Seiten, 400 Seiten. Ne? Und dann ist die Geschichte fertig erzählt. Oder eine Serie, wo dann jedes Buch so 300 Seiten hat, oder 250 bis 300 Seiten, und dann liest du das Ding durch und liest das nächste. Ja, also das ist ja ganz oft so bei Krimis oder auch so zeitgenössische Literatur. Die kann man immer gut durchlesen. Und ich frage mich dann immer, warum sich Leute gerade bei Fantasy und Science Fiction oder so, oder auch teilweise bei historischen Romanen, warum die das immer so sprengen und über 500 Seiten gehen. Oder für Leute, die jetzt, so wie ich, nicht mehr in Seiten denken, sondern in Wortanzahl. Das Normalmaß wäre ja so quasi 100.000 Worte, ergibt ungefähr 300 DIN A5 Seiten. Ja. Und so richtige Mammutdinger, also zum Vergleich, George Orwell 1984 hat fast 100.000, vielleicht ein bisschen weniger darüber. Viele Romane haben auch gerne mal so 120, 130.000. Aber wie war das ich glaube unter 60, war das unter 60.000 oder unter 50.000? Ich glaube unter 50.000 ist eine Novelle. Und ab 50 oder 60.000 sagt man, so redet man, fängt man allgemein an, von einem Roman zu reden. Ja, also ein Roman sollte schon so, doch wenn 30.000 Worte ungefähr 100 Seiten sind, und so ein Kurzroman ist ja meistens so 200 Seiten. Ja, 60.000 kommt schon etwa hin. Und dann gibt es ja so Mammutromane, einige von Charles Dickens oder hier auch Donna Tartt. Ja, wo dann irgendwie 150.000 plus, oder teilweise 200.000 oder so in einem Roman. Und du liest und liest und liest und liest. Das hatte ich übrigens auch bei Future von Kluchowski. Man liest und liest und liest und denkt so, boah, ich bin irgendwie erst bei der Hälfte. Ja, warum dauert das? Bin ich irgendwie als Leser über die Jahre schlechter geworden? Kann ich mich schlecht konzentrieren? Und dann zählst du die Worte und stellst fest, hoppala. Ja, ich habe jetzt irgendwie schon so viel gelesen wie irgendwie Harry Potter Band 2 und 3 zusammen und bin immer noch nicht durch, weil das Buch einfach so ewig lang ist. Ja, und da bin ich immer ganz froh, wenn das eher klein und süß gehalten wird. Also früher war ich ja immer so eingestellt, in die Buchhandlung in das dickste Buch geholt, weil ich dann fürs Preis-Leistungs-Verhältnis einfach mehr hatte. Aber man merkt ja irgendwann im Laufe der Zeit, die Länge eines Buches oder auch das Buchcover oder so sagt nichts über die Qualität aus. Man kann mit einem Buch mit vermeintlich wenigen Seiten sehr, sehr viel Spaß haben. Also als Beispiel hier, was ist das? H.G. Wells, Die Zeitmaschine. Unfassbar geiles Buch. Ja, auch wirklich brillant geschrieben. Hat hier 148,5. Und fängt ja auch schon auf der dritten Seite an. Nee, auf der fünften Seite an. Also im Grunde genommen 143 Seiten, das ist das hier Taschenbuch. Ja, oder der beste Krimi, den ich bislang gelesen habe. Und ich habe jetzt noch nicht so viel Krimis gelesen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Es gibt immer die besten Listen und ich habe hier eine Liste, irgendwie 100 gute deutschsprachige Bücher. Bislang bin ich nur dazu gekommen, bei einigen Sachen mal die Inhaltsbeschreibung zu lesen, beispielsweise bei W.G. Sebald, Austerlitz. Das scheint mir einer der interessantesten deutschsprachigen Romane überhaupt zu sein. Ich weiß so, dass Leute existieren wie David Kehlmann oder wer ist der andere, Christoph Ranzmeier. Also es gibt schon Leute, die können schreiben. Ja, also da habe ich irgendwie die Liste mit 100, ne, deutschsprachige Bücher, aber teilweise auch diese typischen deutschen Sachen, die man, naja, muss man halt mögen. Dann habe ich auch diese Liste gehabt.
weil mein Vater davon einen ganzen Teil gesammelt hat. Süddeutsche Zeitung, Kriminalbibliothek, Genre Krimi. Ich will auf jeden Fall noch irgendwann hier Raymond Chandler und Agatha Christie und so Zeugs lesen. Und ich bin per Zufall hier drüber gestolpert und ohne Mist, die Purpurnflüsse, es ist so ein geiler Roman. Vor allem habe ich im Direktvergleich Dinge schätzen gelassen. Das Buch hat irgendwie 300. Ist das noch dasselbe Buch? Jo, 330 Seiten. Und ich weiß nicht, wer von euch, so wie ich, ein Allesleser ist und auf Prosa-Stil und Beschreibungen viel Wert legt. Also ich bin keiner, der nach Inhalt liest, also nicht mehr. Wenn man genug Zeugs aufgesogen hat, ne, Filme, Spiele, Comics, man ist an bestimmten Meisterwerken vorbeigekommen, also Watchmen Comic oder diese Final Fantasy Spiele, also Teil 6 bis Teil 10 etwa, gewisse Science Fiction, Strugatskys, Arthur C. Clarke, wie sie nicht alle heißen, Stanislaw Lem. So viele brillante Ideen dabei. Danach sind die meisten anderen Sachen langweilig oder ihr kennt vielleicht auch diese klassischen, ne, viktorianischen Romane oder generell so richtig dicke Romane. Gibt es ja auch jetzt noch. Was habe ich da letztens gelesen? War das auf Goodreads? Warte mal, ich muss das mal gerade googeln. Da gibt es so einen 1000-Seiten-Roman, wo ein Typ halt die ganze Zeit leidet und am Ende manchmal auch stirbt. Heißt das ein bisschen Leben oder ein wenig Leben? Genau, ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ich habe es nicht gelesen, vielleicht lese ich irgendwann mal, aber ich habe reingeschaut und es ist auf jeden Fall gut geschrieben. Ja, also gute Bücher tauchen halt immer wieder auf, logischerweise. Seitenanzahl 720, das sind immer diese Monolithen. Und wenn man eben verschiedene Genres liest, unabhängig jetzt von der konkreten Handlung, dann gewinnt man so viele interessante Einsichten, weil quasi jedes Genre, das habe ich damals, glaube ich, auch in meinem Schreibratgeber irgendwie drinne gehabt, jedes Genre hat so seine Vor- und Nachteile. Also beispielsweise hat Science Fiction meistens den geilsten Plot mit den krassesten Ideen, ist aber dann immer sehr technisch in den Beschreibungen und sehr langsam und die Charaktere sind wie so Pappfiguren, also 2D, die kann man gar nicht ernst nehmen. Das komplette Gegenteil sind Liebesromane, unfassbar gute Charaktere, aber der Plot entweder gar nicht vorhanden oder es zieht sich halt Ewigkeiten. Auch in historischen Romanen teilweise Infodump ohne Ende. Übrigens auch in der Science Fiction. Im Abenteuerroman passiert viel, aber manchmal würde man sich wünschen, haltet doch mal inne und nehmt euch mehr Zeit, macht das tiefgründiger, macht das psychologisch feinfühliger. Man lernt halt so viele Stärken und Schwächen kennen. Und beispielsweise eine Schwäche von Fantasy ist halt einfach, dass immer einfach viel zu viel Geschwafel ist. Und vom Krimi-Genre lernt man dann, wie man Dinge auf kurzem Raum sehr, sehr spannend hält. Und die Purpurnflüsse ist so geil. Es ist so ein, wirklich so ein knochentrockener Stil. Teilweise schon so ein bisschen rau abgehackt. Und es haut dir einfach so diese ganzen harten Ereignisse um die Ohren, dass man irgendwann so ein Fieberwahn gerät und unbedingt wissen will, wie es dann ausgeht. Und mein Highlight in dem Buch war unter anderem, dass, also das sind ja zwei Figuren, und mein Highlight war tatsächlich, dass quasi die gesamte Kindheit und Jugend dieses einen Charakters innerhalb von, ich glaube, 8 oder 9 Seiten komplett erzählt wird. Aber nicht auf langweilige Art und Weise, sondern Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, also wirklich, dass man die Seite, man liest die in Rekordgeschwindigkeit durch, blättert weiter, blättert weiter, blättert weiter und ist einfach geil. Ja, während man ja gerne in Fantasy diese trägen Momente hat. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich mal anfangen werde, irgendwann Brandon Sanderson zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Typ hat ja vor,
seine Hauptsaga zu schreiben mit, ich glaube, 10 Büchern und jedes Buch hat irgendwie über 1100 Seiten. Und er hat auch noch zahlreiche andere Bücher geschrieben und ja, wenn man so viele verschiedene Erzählperspektiven hat und dann alles bis ins so nebensächliche Sachen drin hat, wo Leute dann Ewigkeiten einfach nur rumsitzen und einfach nichts machen, kann auf Dauer wirklich belastend werden beim Lesen. Und ich meine, ich weiß, wovon ich hier rede, weil ich schreibe selber sehr ausführlich, aber aufgrund dieser Taktik, dass ich mir die Kapitel vorgebe und vorplane, was da drin auf jeden Fall vorkommen muss, also welche Charaktere auftreten, welche Dinge passieren müssen, passieren dann auch Dinge. Also beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr hier die ersten 6 Kapitel bereits gelesen habt. Ja, also nebenbei, das ist ja alles Rohfassung, die werde ich mit Sicherheit nochmal einen Tick hier und da anpassen. Aber da ist es zum Beispiel so, dass ich auf jeden Fall schon vorab wusste, im 2. Kapitel geht es auf jeden Fall auf den Friedhof. Das heißt, egal wie viel Vorgeplänkel oder Gelaber oder Dialoge ich im 1. Kapitel habe, egal was da passiert, im 2. Kapitel, also wenn man das erste Ding durchgelesen hat, im 2. kommt auf jeden Fall direkt die nächste Szene. Ich hier irgendwo gerade den Ordner offen. Wenn ich jetzt das Fenster schließe, hört er dann auf. Ich weiß nicht, ob er dann mit der Aufnahme aufhört. Auf jeden Fall, ihr habt auf jeden Fall drin stehen, hier irgendwie in. Ist das schon in Kapitel 3? Kommt der nächste Charakter und alles geht halt so auf Schlag auf Schlag. Auch wenn ich mit Kapitel 7 fertig bin. Also Kapitel 6 und Kapitel 7 ist ja in diesem. Quasi an dieses kleine Haus an der Küste. Und in Kapitel 6. Doch ist das erste Kapitel, wo Lilo auftaucht. Kapitel 7 ist halt das erste, wo Lilo so richtig intensiv mal ihren Charakter ausleben darf. Dass man auch den Kontrast sieht zu Ludwig und Vero. Und in Kapitel 8 geht es dann auch schon wieder mit was ganz anderem weiter, nämlich mit, ich glaube, was habe ich mir vorgenommen? Bandprobe und Streit. Dann glaube ich schon der erste, dann wieder im nächsten Kapitel, Kapitel 9, der erste Ausflug ins Grüne. Wo dann auch sehr viel wieder über die Hobbys und Tätigkeiten der Charaktere gesagt wird und wo ich dann auch rausarbeiten kann, wie die Spannungen da sind zwischen, gerade zwischen Vero und Ludwig. Ja, die werden sich nämlich teilweise bei bestimmten Dingen verstehen, bei anderen überhaupt gar nicht. Das wird also schöne Konfliktsituationen geben und das ist ja auch so eine Grundsatzregel, man soll ja immer überall Konflikt einbauen. Wie jede andere Regel auch, muss man sich nicht andauernd dran halten. Man kann auch friedliche Szenen haben, wo alle einfach nur in Harmonie sind und alles ist gut. Aber Konflikt muss ja nicht immer nur auf Action und Kämpfe hinauslaufen und auf, wir müssen uns jetzt richtig hart an die Gurgel gehen und verbal beleidigen und diskutieren. Ein Konflikt kann ja auch einfach sein, dass jemand, auch jetzt ohne einen Streit zu haben, einfach eine andere Meinung hat. Oder andere Dinge macht. Ja? Oder sich die Tätigkeiten halt ständig irgendwie widersprechen und überkreuzen und man der immer irgendwie das Gefühl hat, das ist wie so ein Tanz. Ja, die Charaktere interagieren, da passiert was. Und es ist insgesamt auch unterhaltsam. Ich habe ja sehr viel Fanfiction-Kram gelesen, im direkten Vergleich jetzt zu der großen Literatur aus der Bibliothek oder aus der Buchhandlung. Und mir ist aufgefallen, man kann mit so vielen Dingen Entertainment hervorrufen. Also beispielsweise, ja, ich kann in vielen Absätzen Essen beschreiben oder Architektur der Natur beschreiben, wenn ich zwischendrin zum Beispiel witzige Dialoge habe oder Charaktere handeln lasse, dass da halt einfach was passiert. Dann gebe ich immer so ein bisschen Futter, was dann so ein Leser verdauen kann, womit man Spaß haben kann. Warte nochmal gerade schauen, wie viel nämlich auf eine Stunde 3. Ich muss mal bald zum Ende kommen, damit ich das auch zu Ende schreiben kann. Alter, eine Stunde wird sich das hier an. Soll ich ein Codewort reinpacken? Nee, ich glaube nicht. Aber ihr könnt ja mal. Also bislang hat ja sowieso noch niemand irgendwie einen Kommentar geschrieben. Also keine Ahnung, ob ich das hier überhaupt an lebende Menschen herausschicke oder einfach nur quasi eine ewig lange Sprachmemo für mich selber ist.
Aber ich wollte einfach mal so ein paar Dinge erklären, damit das Leute nachvollziehen können, falls sie sich dafür interessieren. Man weiß es nicht. Manche Leute finden sowas ja sterbenslangweilig. Ich wurde auch schon teilweise angeschaut wie ein Alien oder, keine Ahnung, als schwul beschimpft, weil ich irgendwo da saß und geschrieben habe. Das sind halt also alles so Erfahrungen, die letztlich dazu führen, dass ich halt normalerweise mit Menschen nie über sowas wie das Schreiben rede oder was ich da mache, was ich da an Gedanken habe. Weil man ja sowieso immer nur gegen hohen Spott und Mauern und so weiter anredet. Vielleicht noch beleidigt wird, oder Leute machen sich lustig, keine Ahnung, das ist immer sehr unangenehm. Und außerdem hat man Millionen Gedanken im Kopf und macht Dinge auch mal spontan. Ich habe hier so viele Sachen, also ich könnte quasi allein schon über das Kapitel hier wahrscheinlich 3 Stunden reden, wie ich auf bestimmte Einfälle gekommen bin, aber dann käme ich nicht mehr zum Schreiben. Und ich würde gerne das Kapitel dann halt schnell fertig machen, noch bis auf 4000 Worte. Die ganzen Fehler noch korrigieren und das Ding endlich hochladen, damit ich ja direkt mit Kapitel 8 weitermachen kann. Mein vorläufiges Ziel ist, ich freue mich schon auf Kapitel, was ist das, 10. Das wird richtig abgefahren, denn es wird ein Nebencharakter auftauchen, habe ich vorläufigen Namen Melanie. Werde ich vielleicht auch nochmal umändern, wenn mir ein besserer Name einfällt. Ja, also manchmal fallen mir ja Namen, wie hier Lilo ist ja die Abkürzung für einen längeren Namen oder auch Leon, das passt ganz gut gepasst. Vero als Abkürzung für Veronika ist so dermaßen ungewöhnlich, aber auch praktisch und auch irgendwie markant, dass ich gedacht habe, das lasse ich einfach drin, ne? Ja, ich hätte hier auch einfach irgend so einen Allerweltsnamen nehmen können, wie Cassidy oder sowas. Oder was ist noch, irgendwie Lauren oder Julie, was sind so typische Namen? Jill. Ja, ich meine, es gibt so viele einschlägige 0815 Namen. Ja, die ihr alle schon mal gehört habt. Die wir auch alle schon mal gelesen haben. Catherine, ja. Weil für die Story brauche ich schon was Spezielleres, was auch hängen bleibt. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Man braucht Namen, die nicht zu lächerlich sind, aber auf jeden Fall markant sind. Auch mit markanten Charakterzeichnungen, die Kleidung, wie die Leute sich verhalten, was sie sagen. Und auf engstem Raum auch möglichst unterschiedlich, einfach damit da direkt Stimmung hervorkommt. Ich könnte natürlich ein Ding schreiben, wo alle 4 Charaktere, also meine Erzählperspektive und die 3 Love Interests, alle sehr, sehr ähnlich sind. Im Verhalten und im Aussehen, aber das ist dann einfach beim Lesen super langweilig. Wenn alle quasi immer das ähnliche Gemüt haben oder sich sehr ähnlich verhalten, da kommt ja keine so eine feurige, prickelnde Spannung auf. Genau das, worum man ja überhaupt sowas liest. Ja, ich meine, ich schreibe ja hier auch teilweise, um mich selbst zu unterhalten. Ja, das kann ich auch niemandem offen gestehen, dass ich teilweise einfach quasi meinen eigenen Freundeskreis oder meine eigene Clique kreiere, mit der ich interagieren kann, als fiktive Charaktere. So abgedreht bin ich mittlerweile schon. Ja, dass mir diese Leute einfach näher sind als irgendwelche realen Menschen. Und dann habe ich auch Spaß dran, diese Leute einfach in Erscheinung treten zu lassen und die sprechen auch für sich, also. Falls ihr es schon gelesen habt, also dieser Ludwig beispielsweise, ist nicht unbedingt der größte Frauenfreund, um es mal positiv auszudrücken. Ja, während zum Beispiel jetzt hier in dem Kapitel werdet ihr es merken, Lilo ist sehr, wie soll ich sagen, intensiv, erotisch fixiert. Die nimmt da kein Blatt vor den Mund, die nimmt sich, was sie kriegen kann, die ist überhaupt nicht beschämt oder so, die ist, ne? Die lebt einfach ihr Leben so hedonistisch vollständig aus. Und Leon wiederum ist so jemand, ja. Ja, wo andere zum Unfallort laufen und gaffen oder wo andere Leute dann
sich stundenlang ein brennendes Gebäude anschauen, ist der halt einfach so, ja, ist halt nur ein brennendes Gebäude, ne? Ja, und geht irgendwie in eine komplett andere Richtung, kauft sich ein Eis und guckt die Wolken an, ja. Das ist auch das Geile, warum ich diesen Typen als Erzählperspektive genommen habe, weil das einfach so ein teilweise naiver, sorgloser Typ ist, der einfach so durchs Leben geht, auch teilweise von seinen irgendwelchen so Albträumen geplagt wird. Da zentriert sich so viel um das eigene Ich. Und er lebt so in seiner eigenen Welt drinne, dass es auch wunderbar passiert, wäre er viel intelligenter und aufmerksamer, wie so ein typischer Protagonist in einem Krimi, dann hätte er schon viel mehr Fakten beisammen und würde viel mehr Dinge kapieren. Und dann wäre es aber auch langweilig. Beziehungsweise da müsste ich zwangsläufig dazu übergehen, jeden Charakter super intelligent zu machen. Und so Romane gibt es, habe ich auch schon gelesen. Auch super interessant. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist eine ehrliche Frage. Also wenn ihr Kommentare schreiben wollt, ja, oder Rückmeldung geben wollt. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn alle Charaktere so auf diesem Sherlock Holmes Level sind, alle sind so super, super schlau und machen ständig ihre Mind Games, ich finde, das ist teilweise auch einfach irgendwie unglaubwürdig. Ich finde, es muss immer in einer Geschichte irgendwie Charaktere geben, die, ich will nicht sagen dumm sind, aber denen auch viele Dinge einfach egal sind. Ja, also wenn du irgendwo ein sagen wir, überall in der Zeitung taucht ein Mordfall auf und die ganze Stadt redet darüber. Ja, und viele Leute sind irgendwie panisch oder sonst was oder wegen Terroranschlägen oder so. Dann muss es irgendwo jemanden geben, dem das einfach komplett egal ist. Ja. Ja, also ich stelle mir das immer so vor, irgendwie Deutschland, Ende der 1970er Jahre, RAF, alle so, ja, linksextremer Terror. Da muss es mit Sicherheit Menschen gegeben haben, die gesagt haben, ist mir sowas von Wumpe. Ja, ich will einfach nur in meinem Garten sitzen und keine Ahnung, mein Bierchen trinken oder mein Cocktail mit Schirmchen oder so und mein Hund kraulen und das war's. Ja, geht mir weg mit diesen Themen. Ja, geht mir aus der Sonne. Ja, oder genauso gibt es immer irgendwo einen Spaßvogel oder jemanden, der schon irgendwo Respekt hat und Angst hat und Dinge versteht, aber nicht überdramatisiert. Deswegen finde ich auch den Charakter von Vero gerade so interessant. Ich habe auch überlegt, könnte ich in dem Manuskript auch mal zwischendurch die Erzählperspektive wechseln und von allen anderen Charakteren würde sich Vero tatsächlich am besten dafür anbieten. Mache ich nicht, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Also wenn ich dieses Manuskript hier, wenn ich es tatsächlich schaffe, das Ding hier fertig zu schreiben, und ich dann noch ein Nachfolgeding schreibe, weil am Ende werden vorsichtig formuliert krasse Dinge passieren. Also das steuert hier auf ein bittersweet End zu. Und falls sich jemand schon fragt, warum ich hier so viele Details reinbaue und Sachen beschreibe, das sieht alles nur zu dem Zweck, diese Charaktere so nachvollziehbar wie möglich zu machen, damit ihr am Ende maximal mitleiden könnt. Oder euch aufregt oder sagt, ja, das war ja absehbar. Ja, aber was ja logisch ist, wenn ich drei Love Interests habe, es kann am Ende nur ein Pairing geben. Ja, also ich werde jetzt nicht dieses pessimistische Ende machen, von wegen alle werden sterben. Das wäre irgendwie doof. Zu schreiben, alle sind am Ende happy, ist auch doof. Ja, irgendjemand wird mit irgendjemandem zusammenkommen und für die anderen Beteiligten ist das dann nicht so toll. Beziehungsweise die Art und Weise, wie das alles passiert, ja, oder wie Dinge entdeckt werden oder wie Dinge dann durch die Gegend fliegen, ja, wie dann Argumente gewechselt werden und wie Leute dann irgendwie mit ihren Emotionen nicht klarkommen. Das wird alles sehr interessant, auch weil die Leute dann unterschiedlich agieren werden. Und Vero würde sich tatsächlich super anbieten, weil die so sehr, ich sag mal, ruhig und rational ist. Also ich glaube, wenn ich mich selber mal als Beispiel nehmen sollte oder als Vergleichspunkt, das ist vielleicht dieser eine Charakter in der Geschichte, der
so vom Verhalten mir am nächsten kommt. Denn die sieht ja sehr scharfsichtig und rational, was um sie herum abgeht. Kann auch mitdenken. Versteht viele Dinge. Hat jetzt aber nicht das Bedürfnis, das irgendwie groß an die Glocke zu hängen. Ja, oder direkt schnell zu handeln oder die muss auch nicht angeben. Also ich weiß nicht, ob ihr das dann jetzt schon bemerkt habt oder mit Kapitel 7 werdet ihr erst bemerken, dass zum Beispiel Ludwig und auch Lilo gerne angeben. Denn es sind eben so übernatürliche Wesen. Ja, also das heißt, ja, es ist ja typisch, kennt ihr auch von anderen Sachen, also von irgendwelchen Wesen wie Vampiren oder generell alle Formen von Wesen mit Superkräften oder verlängertem Leben, die wissen mehr als andere Normalsterbliche. Und die können sich dadurch Respekt aufbauen und ja, verspotten gerne auch Leute oder müssen mit ihren ganzen Taten und Erfahrungen angeben. Ja, oder auch der typische Magier in der Fantasy, der sich über irgendwelche körperlichen Typen dann lustig macht, das ist ganz normal. Eine Stunde 15 fange ich jetzt noch an zu schreiben. Das ist das Problem, wenn ich einfach so nach Bauchgefühl einfach so ins Mikrofon reinrede. Aber ich denke, das ist auch die beste Art, denn ihr seid intelligent genug, die Gedanken von mir zu ordnen. Beziehungsweise Leute, die sich nicht für das interessieren, was ich hier mache, die werden gar nicht zuhören. Werden vielleicht selber schreiben oder gar nicht schreiben oder sind nicht an diesem Projekt interessiert oder können halt tatsächlich auch mal mitdenken und vielleicht an den Gedanken anschließen, den ich mal vor 30 Minuten gesagt habe. Ich hoffe, ich rede nicht zu schnell zwischendurch. Ich bin nämlich gerade absolut zu voll, es ganz bewusst zu betonen. Das ist mir gerade zu anstrengend. Aber ihr seht vielleicht hier diese drei Sternchen. Also ich habe hier immer wieder so eine Vorgehensweise. Manchmal kann ich so am Stück wegschreiben. Dann passt alles. Aber ich habe auch so die Kapitel, wo ich vielleicht drei Szenen habe, die nicht zusammenhängen, die ich dann mit diesen Sternchen abteile. Manchmal mache ich die weg. Manchmal lasse ich die drinne. Das ist oft ein sehr intuitiver Prozess. Also manche Dinge habe ich auch schon in anderen Kapiteln gehabt, habe ich die Sternchen entfernt, habe die Absätze aneinandergefügt und es hat gepasst. Ja, also vielleicht die Szene wurde gewechselt oder irgendwas ist passiert. Es gab einen Zeitsprung und dieser Sprung geschah zwischen zwei Absätzen und es hat sich natürlich angefühlt. Ja, weil man ja mitdenken kann, man hat die Information, man versteht, worum es geht. Es geht. Aber manchmal, wenn der Sprung zu krass ist oder zu plötzlich ist oder sonst nicht mehr nachvollziehbar ist oder vielleicht sogar zur Verwirrung führen kann oder zu logischen Problemen, dann empfehlen sich diese Sternchen ganz gut. Und hier in der Stelle kann ich die vielleicht rausnehmen. Denn mit dem Satz ist eigentlich klar, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Das dürfte jetzt nicht so schwierig werden. Hatte ich hier nochmal. Und hier weiß ich noch nicht, das werde ich ja gleich dann machen, ob ich hier einen Übergang schreibe, der deutlich macht, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Ich denke, das hier werde ich dann, also im Gedanken habe ich das schon, weiß ich das ja. Dass das meine ich dann am. Doch, das müsste Sonntag sein. Also die treffen das erste Mal Samstag aufeinander. Also Leon ist das ganze Wochenende in diesem Häuschen. Die treffen Samstag aufeinander. Dann Sonntag und ich glaube Sonntagabend oder so fährt er dann wieder zurück. Oder Montagmorgen. Ist ja auch egal. Kann ich mir dann im Kapitel 8 überlegen. Ich glaube, Sonntagabend dürfte er zurückfahren. Das macht, glaube ich, ergibt am meisten Sinn. Es sei denn, ich baue einfach noch ein, dass er sich Montag einen Tag halt Auszeit nimmt, also krank schreibt. Das würde im Sinn dieser Geschichte ja auch Sinn ergeben.
weil ich im letzten Kapitel oder was vorletzte geschrieben habe, was da Donnerstag, Freitag die Situation von Leon ist. Aber es spielt für die Geschichte eigentlich keine Rolle, weil das nicht der Punkt ist, den ich den Kapitel 8 oder so halt als wichtig und ausschlaggebend empfinde. Also wie gesagt, es gibt so Details, die sind extrem wichtig. Ja, da muss man sich dann festlegen, beziehungsweise schon sehr viel Denkarbeit da rein investieren, auch wenn ihr das gar nicht mehr wahrnehmt. Ja, also ein Leser liest vielleicht drüber hinweg. Aber insgesamt für den kompletten Aufbau ist dann vielleicht dieses eine Detail wirklich super, super wichtig. Ja, zum Beispiel diese Entscheidung, ob Leon jetzt beispielsweise Albträume hat, ja oder nein, ob er davon jetzt geplagt wird. Das hat ja einen extrem krassen Einfluss auf das ganze Grundgefühl, beziehungsweise sagt das auch sehr viel über den Charakter aus. Gerade über so eine Szene wie hier in Kapitel 7, wenn er sowieso immer wieder Albträume hat und er ist jetzt irgendwie gerade auch krank, bildet sich Dinge ein, übertreibt. Ja, dann ist ja aus der Leserperspektive offen, ob das hier gerade alles real ist oder er einfach gerade träumt und sich das nur einbildet. Und das werde ich, glaube ich, in Kapitel 10 mit einbauen, dass dann eben diese Figur mit dem vorläufigen Namen Melanie auftaucht, wo die beiden sich dann austauschen werden, das auch nochmal analysieren werden. Das wird auch noch ganz lustig. Denn dieser Charakter ist quasi ein. Den habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt im letzten Kapitel mit. Er möchte einem sozialen Kontakt in der Horrorgeschichte senden oder irgendwas in der Richtung, habe ich geschrieben. Das werde ich mir nämlich offen halten. Also die Idee dahinter, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier jemand schon geahnt hat, aber die Idee dahinter ist, ich werde hier und da so Charaktere einbauen. Naja, oder Orte, wo ich es mir dann offen lassen kann, ob ich irgendwann mal in der Zukunft einfach eine Geschichte schreibe, genau mit diesem Charakter. Oder wo dieser Ort wieder auftaucht. Ja, und das muss ich aber irgendwie organisch einfügen und man darf ja nicht zu viele Charaktere einfügen, aber da ich hier generell erstmal eher wenige Charaktere habe, das ist auch so typisch für mich, ich baue gerade nicht so viele Charaktere ein, weil ich meistens schon sehr mit einer einzigen Figur beschäftigt bin. Beziehungsweise wenn zwei Figuren sehr viel zu sagen haben oder sehr charismatische Persönlichkeiten sind, das reicht teilweise auch völlig aus. Also ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich irgendwie 20, 30 Charaktere habe, wo dann alle irgendwie blass bleiben, sondern das ist quasi eine unfreiwillige Stärke, weil ich immer viel zu, ich will nicht sagen faul bin, das wäre, glaube ich, falsch. Es ist eher so, wenn ich ein paar weniger habe, die mich richtig interessieren. Ja, dann habe ich auch gar kein Interesse, über andere Leute zu schreiben. Generell ist es so, immer wenn ich schreibe, möchte ich meine Zeit nicht verplempern. Nicht meine Zeit, an der ich schreibe. Und wenn das jemand liest, will ich auch nicht die Intelligenz von der Person beleidigen und deren Lebenszeit stehlen, sondern wenn jemand etwas von mir liest, dann habe ich schon den Anspruch, dass ich damit dann die Lesezeit in einem gewissen Sinne bereichere. Ja, also wenn eine Person, ich sag mal, gerade Langeweile hat und dann eine Stunde am Stück einen Text von mir liest, dann soll das insgesamt eine gute Stunde sein, eine gute Erfahrung. Ja, ganz egal, ob die Person einfach nur lacht und sagt, doch, der ist ja lustig, dieser Fasan. Oder ob die Person irgendwie, keine Ahnung, emotional davon getroffen ist oder betroffen ist oder Futter findet zum Nachdenken. Ich weiß es ja nicht. Ich habe schon Rückmeldungen bekommen, irgendwie von wegen, ja, das, was du schreibst, klingt poetisch oder da steckt immer so ein bisschen Weisheit drin. Ich denke mir so, what the fuck? Ja, ich habe doch nur geschrieben hier, der Winter kommt, lagert Kartoffeln im Keller. Was ist da dran, jetzt in irgendeiner Weise, ja, XYZ ist? Ich verstehe es dann teilweise einfach nicht. Ja, aber nur um das hier mal zu zeigen, ich habe ja diese Sternchen und ja, teilweise unterbreche ich so einen Text, wie hier.
Und baue dann so Gedanken ein, ja, was ich ja noch auf jeden Fall einfügen will für später, damit ich mich dran erinnere. Das hier habe ich am Wochenende reingeschrieben. Lilus ausgedachte Hintergrundgeschichte, also damit spiele ich schon darauf an, dass ich nicht direkt enthülle, wer das eigentlich ist. Wäre ja auch langweilig, wenn man direkt einen Charakter einführt, so eine Wall of Text macht, Infodump, und einfach alles schon direkt über den Charakter enthüllt. Es ist doch viel interessanter, wenn man meint zu wissen, um was es geht. Und dann so peu à peu kommen immer wieder so nebensächliche Fakten in irgendeiner Nebenszene vor. Und man liest das so und denkt sich so die ganze Zeit, Moment mal, widerspricht diese Info nicht dem, was ich vor zwei, drei Kapiteln gelesen habe? Oder hat die Person jetzt quasi dieselbe Geschichte auf drei verschiedene Arten erzählt und damit auf jeden Fall zweimal gelogen? Ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob das schon irgendjemandem aufgefallen ist. Aber dieses Konzept mit dem unzuverlässigen Erzähler, ich finde das so geil. Ja, also in dem Fall ist es so, weil die POV Leon ist, kann ich halt völlig sorglos und naiv durch die Gegend laufen und gewisse Dinge nimmt Leon einfach nicht wahr oder er ja, denkt sich so Schwamm drüber, ist mir jetzt auch egal. Ja, schaut dann nicht nochmal genauer hin. Dinge kommen und gehen oder vielleicht hat er was wahrgenommen, vielleicht auch nicht. Vielleicht das falsch wahrgenommen. Ich werde mir auf jeden Fall nicht die Mühe machen, das jetzt jedes Mal zu kommentieren, was jetzt Wahrheit ist und was nicht. Ja, ich finde das immer ganz, ja, ganz unterhaltsam, wenn die Dinge so ein bisschen komplexer aufgedröselt sind, dass man selber auch ein bisschen mitdenken muss. Ja, das ist auch so eine Sache, die habe ich aus dem Krimi, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie hier einen Fall darlegen will, wo ich Leute verwirren will, sondern diese Methode, dass man einfach Infos streut, dass man überall so Details einbaut und man nie so genau weiß, wird das nochmal wichtig? Ja, oder nicht? Man kann da so viel schönen Unfug mit anstellen. Ja, hier die Info. Freundinnen im Umfeld von Jeanne d'Arc. Ich weiß nicht, also das nur mal als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das im Kapitel landen wird. Ich muss ja noch irgendwie auf 4000 Worte kommen. Einiges davon werde ich noch durch Beschreibungen machen von gewissen Dingen. Das muss einfach mit rein, sonst, wenn ich jetzt im luftleeren Raum beschreibe, wie die da einfach nur Dialoge abhalten, ist irgendwie merkwürdig. Also ich muss auch schon mal zwischendurch irgendwie Möbelstücke oder einen Teppich oder irgendwas beschreiben, damit man sich das halbwegs vorstellen kann. Auch wenn ich jetzt nicht jeden einzelnen Gegenstand beschreiben werde. Also ich werde zum Beispiel, wie war das? Also ich weiß, dass zum Beispiel Leon jede Menge Zeugs in seinen Pickup geladen hat, bevor er losgefahren ist zu diesem Haus. Ja, also jeder kann sich vorstellen, okay, wenn er da übernachten will, er wird auf jeden Fall irgendwo einen Schlafanzug dabei haben oder Zahnpasta oder irgendwie sowas. Aber werde ich jetzt in dem Kapitel auch nur ein einziges Mal erwähnen, dass er sich die Zähne putzt oder Zahnpasta dabei hat mit orangefarbener Verpackung? Ja, mit irgendeinem Cartoon-Charakter drauf? Nein, werde ich nicht. Das ist nämlich unwichtig. Ja, ich glaube, in Kapitel 6 habe ich auch nur erwähnt, dass ein Rucksack im Flur liegt. Ich habe nicht beschrieben, wie er ins Haus reingeht, sondern habe dann direkt einen Sprung gemacht, wie er bereits im Haus drin ist. Dieses Haus ist zwar klein, aber es hat auch einige Räume. Und da steht viel Kram und er hat ja auch Bücher mitgenommen und im Haus befinden sich auch noch irgendwie Gemälde und was weiß ich nicht alles. Werde ich alles erstmal nicht beschreiben. Ich glaube, die wichtigste Info war halt der Fernseher. Denn wenn der halt mitten im Gespräch halt angeht und dann rauscht er im Hintergrund irgendwas durch, das ist so ein schöner, absurder Effekt. Ja, kann sich jeder gut vorstellen. Das ist dann irgendwie teilweise einfach surreal. Ja, lustig. Das ist dann interessant, wenn ich es drin habe. Ich glaube, in dem Kapitel hier habe ich jetzt reingeschrieben, dass er im Flur seine Sporttasche hat und seinen Rucksack, während ich im Kapitel davor nur geschrieben habe, Rucksack, aber keine Sporttasche. Weil es in dem Moment einfach nicht wichtig war. Und ich glaube, ich werde das auch einfach so drinnen lassen. Und das dann dem Leser überlassen.
Schlussfolgerung zu ziehen, von wegen, warum tauchte die Sporttasche im Kapitel 6 einfach noch nicht auf? Ja, beziehungsweise es war ja auch nicht wichtig, weil er im Kapitel 6 eben tatsächlich Inhalt aus dem Rucksack gesucht hat und nicht Inhalt aus der Sporttasche. Also hat er im Flur nach dem Rucksack Ausschau gehalten. Ja. Man könnte ja meinen, dass ich extrem detailliert alles immer bis ins Letzte wirklich ausformuliere, und Leute sagen mir auch immer wieder, wie unfassbar umfangreich und detailversessen ich Dinge mache. Aber im direkten Vergleich der Möglichkeiten nehme ich mich also wirklich sehr, sehr stark zurück. Also auch die Stelle, wo der Leon auf das erste Mal da bei Ludwig zu Gast ist, da hängen ja jede Menge Gemälde rum. Ich habe nicht jedes einzelne Gemälde beschrieben, hätte ich machen können. Ich habe auch nicht alles beschrieben, was da bei ihm in der Bude irgendwie rumliegt. Vielleicht mache ich noch mal eine Szene, wo die sich wieder da treffen. Aber ich habe wirklich nur darauf geachtet, in jeder Szene, die ich schreibe, ganz wichtig ist ja immer Gesichtsausdruck und wie die Stimme klingt. Ja, das ist bei den Dialogen wichtig. Aber bei den Dialogen schon nur die wichtigsten Dialoge, nicht alles. Bei den Beschreibungen, irgendwo Kleidung oder auch die wichtigsten Sachen, die sich im Raum befinden, so an Möbelstücken oder auch wie Wände oder Decken aussehen, wenn da irgendwas jetzt Spezielles ist. Ich glaube, ich habe das gemacht bei dieser kleinen, bei diesem Allzweckladen, also wo ja quasi Lebensmittel verkauft werden und Bücher und Comics und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich da die Kleidung der Verkäuferin beschrieben habe. Ich glaube nicht. Das war nämlich in dem Moment absolut, ich will nicht sagen unnötig, aber es hätte niemandem irgendwie weitergeholfen oder irgendwie eine notwendige Sache gegeben, ob diese Frau jetzt irgendwie ganz normale Arbeitskleidung trägt oder ein Kleid anhat, oder wenn sie ein Kleid anhat, ob das Kleid jetzt schwarz ist oder dunkelblau. Das ist so, ja, unrelevant. Viel wichtiger war dann, weil das, glaube ich, das Kapitel ist, wo Ludwig das erste Mal auftritt, wie der Typ aussieht. Denn der wird ja wichtig im weiteren Verlauf vom Manuskript oder der Geschichte, um es allgemeiner zu formulieren. Und ich habe dauernd so Sachen. Ja, auch, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dieser Pickup. Ob ich da nochmal mir die Mühe mache, einen konkreten Autohersteller, konkrete Nummer von dem Auto. Ich weiß nicht, ob ihr diese Arten von Romanen kennt, wo Leute dann wirklich jeden Traktor, jedes Auto, jedes Flugzeug, ich glaube, bei Dan Brown war das immer so, dass dann auf jeden Fall immer der Modelltyp genannt wird mit der Nummer und der Farbe, und denkst du einfach, what the fuck, ja, es ist einfach nur ein Flugzeug, ihr fliegt von A nach B, oder ihr steigt in ein Auto ein, ihr fahrt von A nach B. Und das war's. Das war die Funktion. Ja, in den allerwenigsten Texten passiert sowas wie bei John Steinbeck, Die Reise mit Charley, wo dann das Auto wirklich ein Charakter der Geschichte ist und auch einen Namen bekommt und taucht in jedem Kapitel auf und ja, wo man dann auch nachvollziehen kann, das möglichst dann intensiv anzugehen. Aber in vielen Fällen ist es so, man hat so eine Nebeninfo. Ja, oder irgendein Gegenstand, von dem man weiß, ja, er ist halt da, er wird gebraucht, aber man muss ihn jetzt nicht komplett präzise beschreiben. Also ich könnte das tatsächlich machen, dann wäre, glaube ich, jedes einzelne Kapitel nochmal über 1000 Worte länger. Aber ich habe selber beim Lesen festgestellt, auch wenn ich Beschreibungen wirklich liebe, aber ganz oft ist es so, dass man in jeder Szene immer so drei Dinge beschreiben kann, die halt am wichtigsten sind. Und die halt möglichst präzise. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Szene habe, wo, sagen wir, der Boden oder die Wand aus einem sehr exotischen Material ist, eine Info. Wenn jemand auftaucht mit einer sehr unnatürlichen Stimme, zweite Info. Und dann haben wir vielleicht noch die Frisur von jemandem oder die Kleidung oder irgendein anderes Detail, was hervorsticht. Ja,
dann habe ich meine drei Sachen und dann habe ich eben keine Zeit mehr oder keinen Raum mehr in diesem Kapitel, um die Form der Lampe, die an der Decke baumelt oder hängt, zu beschreiben. Was dann noch völlig einerlei wäre. Da kann man sich jetzt streiten. Es gibt Leute, also ich habe das jetzt also wirklich bei Donnerthart, bei der kleine Freund jetzt mehrfach gesehen. Da hat sie im Gegensatz zu Die geheime Geschichte, das ist der zweite Roman von ihr, da hat sie nochmal deutlich einen draufgelegt. Und es geht teilweise so weit, dass dann ein Charakter, sagen wir, einen Schrank öffnet und einen Gegenstand aus diesem Schrank holen möchte. Und du erfährst dann alles, wie dieser Schrank aussieht, das Material von diesem Schrank und irgendwie die 5 bis 10 Dinge, die in diesem Schrank liegen, wie die aussehen, wie die sich anfühlen und so weiter und so fort. Ja, und in dem Moment weißt du ganz genau, das wird dann nie wieder eine Rolle spielen. Es ist zwar alles sehr, sehr schön beschrieben und es baut auch die Atmosphäre auf von diesen ganzen Räumen und es wird halt irgendwo einzigartig, aber so an manchen Stellen, also wirklich nur ab und zu, bisschen zu viel des Guten, also jetzt für meinen Geschmack. 1, 5, 3, wie viel? Was laber ich hier eigentlich? 1,35. Habe ich jetzt ich muss mal gerade den Gedanken die Sachen durchgehen. Habe ich den Punkt, habe ich den Punkt. Das habe ich auch. Wie ihr gemerkt habt, bislang habe ich ja nichts geschrieben. Das würde auch nicht viel Sinn ergeben, weil dann müsst ihr ja die Klappe halten. Ihr würdet sehen, wie ich hier ein paar Sätze schreibe, Inhalte, die wieder weglösche. Das funktioniert so nicht. Also, ich kann euch nur mal allgemein zeigen, das habe ich ja gemacht, mit diesen Sternchen. Das mache ich ganz gerne, dass ich mir so Anmerkungen schreibe und dann mir aussuchen kann, baue ich das ein. Diese Pseudo-Hintergrundgeschichte, dass dieser Charakter irgendwie mal Kontakt hatte zu Jeanne d'Arc. Ja, ein Gespenst, kann ja Jahrhunderte alt sein, warum nicht? Ist doch lustig. Beziehungsweise, wenn ich das so einstreue, ohne es wieder komplett preiszutreten, ist es halt super geil und mysteriös. Also ich werde jetzt nicht hingehen und 5000 Worte Geschichte, was da alles passiert ist und der komplette Werdegang. Das wäre ja langweilig. Dann würde ich ja komplett alles vorkauen. Könnte ich zwar auch machen, aber dann wäre irgendwo der Reiz weg, weil so kann ich einen Fakt einbauen. Vielleicht so zwei, drei Absätze reinbauen, wo man nicht so genau weiß, lügt sie jetzt? Sagt sie die Wahrheit? Ist es teilweise die Wahrheit? Ist es komplett ausgedacht? Ist es ein Spaß? Ist es ernst? Ja, und ich mag das vor allem, wenn ich irgendwann selber nicht mehr genau weiß, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit in dem Text. Was kann man ernst nehmen? Was meinen die Charaktere ernst? Was ist den Charakteren wichtig und was ist eher so Geplänkel nebenbei? Ja, da verschwimmen also diese ganzen narrativen Ebenen. Es ist so, wenn man nicht immer alles so in Schwarz und Weiß einordnen kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so Romane hat, wo man ein wenig liest und dann sofort weiß, ja, das ist konventionell, das wird auf jeden Fall so und so enden und dieser Charakter wird sich so entwickeln, dieser Charakter wird sich so entwickeln und es ist nichts Interessantes dabei, nichts Vorhersehbares. Nee, Quatsch, nichts Unvorhersehbares. Warte mal, nichts Unvorhersehbares? Auf jeden Fall, oder vielleicht sollte ich nicht negativ formulieren, alles ist vorhersehbar. Ja, und man liest das und ich glaube, so ein Roman hatte ich auch schon mal, dann weißt du, okay, das hier ist jetzt diese eine Powerfrau mit roten Haaren und grünen Augen und natürlich wird die sich dann feministisch, individuell mit ihrer Freiheit durchsetzen und sie wird ihren Weg gehen und ihr großes Glück finden und das ist irgendwie eher der schmierige Typ, der am Ende auf die Schnauze fällt und das hier ist irgendwie der Schüchterne, der irgendwie aus sich rauskommt und du liest das und du weißt genau, in 350 Seiten wird das Ding da und da enden.
Ja, oder die Aussage, okay, das ist ein Krimi, also irgendjemand muss gerade Bullshit erzählen, um diesen roten Hering anzubieten, damit man drauf reinfällt. Das ist mir dummerweise passiert, weil ich habe ja diesen ersten Teil von Rowlings Krimi-Reihe da gelesen, Der Ruf des Kuckucks. Und ich hatte aus Versehen nach, ich glaube, war das nach 50 Seiten oder nach 70 Seiten? Ich wusste quasi schon, wer der Täter ist. Ja, weil ich mir so dachte, ja, es wäre doch dieses uralte Klischee, wenn, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ganz oft ist es so, gerade in so klassischen Sachen, wenn du einen Charakter hast, der total ruhig und unauffällig ist, ja, der auch die ganze Zeit einfach nur der jetzt nicht extrem unsympathisch, der jetzt nicht extrem sympathisch oder unsympathisch ist, der jetzt auch nicht großartig auffällt, halt einfach so seine Sachen macht. Wenn so jemand auftaucht, ja, und auch in Kontakt tritt mit den Ermittlern oder irgendwie Dinge macht, man weiß, er ist da, das ist immer, das ist so dieses uralte Klischee, dass das dann der Täter ist. Ja, relativ früh schon angedeutet, man übersieht das leicht, ja, er ist direkt vor der Nase. Ja, man ist ihm schon begegnet. Ich meine, bei Sherlock Holmes, der Hund der Baskervilles, ist es auch so. Ich glaube, das ist sogar der erste Charakter, der erste Charakter, den Holmes und Watson überhaupt treffen. Ja. Wo man sich denkt, ja, ist halt einer von vielen und dann kommen die anderen und du vergisst halt irgendwann, dass dieser Charakter schon mal vorgekommen ist. Und andere Leute sind halt viel exzentrischer oder sind halt direkt sympathisch oder unsympathisch oder bieten viel mehr Material zum Nachdenken. Und du denkst so die ganze Zeit, nee, da kommt dieser erste Unauffällige, das wäre einfach zu klischeehaft, ja. Und dann irgendwann nach, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten das waren, 600, 700 oder so. So dieser große, krasse Plot-Twist kommt und ich dachte mir so, what the fuck? Ist jetzt nicht dein Ernst? Ja, dass ausgerechnet dieser Charakter der Täter ist. Ist 41. Oh, ich überlege gerade, ich hätte mir vielleicht mal Notizen machen sollen diesmal. Aber ich habe ja extra schnell geredet, damit ich es unter 2 Stunden schaffe. Vielleicht konnte man aus meinem Gemurmel irgendwas entnehmen. Wie immer bin ich mir extrem unsicher, ob ich es hochlade, aber dann wiederum ist es mir auch egal. Ist immerhin mein YouTube-Kanal. Leute können zuhören oder nicht zuhören. Man kann pausieren, wann man will. Niemand ist gezwungen, sich alles anzuhören. Also von daher, who cares? Ich sollte doch vielleicht weniger darauf geben, was andere überhaupt meinen oder sagen könnten. Das ist so ein Problem, was ich hier im Manuskript habe. Ich habe so oft so richtig krasse Überlegungen drin gehabt. Ja, kann ich das schreiben? Traust du dich das? Wie könnten Leute darauf reagieren? Ich denke mir mittlerweile einfach so, mir doch egal. Ja, ich weiß, dass mein Stil, also gerade hier mit der dritten Person, in diesem eher klassischen Stil, also sehr zurückhaltend teilweise, dass es auf jeden Fall lesbar ist. Also es kann mir hier keiner erzählen, dass mein Text irgendwie schwierig zu verstehen sei. Also das glaube ich beim besten Willen nicht. Also ich habe schon Texte gelesen. Das ging einfach nicht klar. Ja, dagegen ist das hier schon eher sehr seicht und kann man mal so flüssig nebenbei lesen. Auch wenn ich versuche, im Inhalt immer wieder so Sachen unterzumogeln, dass man dann doch merkt, hier, ich gebe mir nur den Anschein leicht und gut verdaulich zu sein, aber wirke immer wieder so hintenrum so ein paar Dinge rein. Ja, so diese subtile Art des Mindfucks. Ja, ich meine, bei sowas habe ich aber meine heimliche Freude, wenn ich so Sachen in den Text hineinheimsen kann. Ja, und manchmal baue ich auch Dinge ein, wo dann andere Leute sagen könnten, ey, das ist ja voll der geile Witz oder irgendwie Anspielung sowieso und das ist mir gar nicht aufgefallen, weil in dem Moment
habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Das passiert auch. Und weil dann sowas, dieses, wo ich nicht groß drüber nachdenke, neben einer Stelle steht, über die ich sehr hart nachgedacht habe, und das ist halt beides einfach gleichberechtigt nebeneinander. Das ist so schön unzuverlässig. Ich habe auch an einer Stelle irgendwie, ich glaube, eine erfundene Band eingebaut mit erfundenem Songtitel. Und das steht einfach ganz gleichberechtigt neben Dingen, die halt real existieren. Ja, also ich würde mir noch überlegen, vielleicht würde ich hier und da irgendwie Filmtitel erwähnen, die, also von Filmen, die halt da sind, und irgendwo Filme erwähnen, die halt nicht existieren, die ich mir ausgedacht habe. Und ich werde keinen Satz der Aufklärung schreiben, was davon jetzt wahr ist und was nicht. Ja. Ja, also der unzuverlässige Erzähler, das ist was, ich mag das. Wenn man es nicht komplett übertreibt, dass es halt unverständlich bis zum geht nicht mehr wird. Aber wenn man das subtil macht, ganz, ganz große Klasse. Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich hier irgendwas von vorlesen soll. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Mal hoch und runter gescrollt, also wer jetzt wirklich Interesse an dem Kapitel hat, hätte jetzt schon längst auf Pause klicken können. Ich meine, sobald das Ding halbwegs fertig ist, kann ich es auch hochladen, dann kann es eh jeder lesen. Ich habe bislang keine Ahnung, ob überhaupt irgendjemand was gelesen hat. Ich habe ein paar Favoriteneinträge, ich habe auch schon einige Klicks. Ja, das heißt, irgendjemand wird es gelesen haben, aber ich habe jetzt keine ellenlange Review bekommen auf dem Text. Ja, wo Leute irgendwie schreiben, oh, das kannst du nicht schreiben und das geht nicht und das habe ich nicht verstanden, das ist grässlich und das ist überhaupt nicht lustig und wie kannst du nur und was soll das und das ist irgendwie total merkwürdig und das funktioniert nicht. Ja, diese ganzen freundlichen Sachen, die man ja, wenn dann überhaupt bekommt. Aber zum Thema, warum ich nicht einfach nicht auf das achte, was jetzt andere Leute sagen. Ich weiß, dass ich stilistisch mittlerweile auf einem Level bin, dass es auf jeden Fall lesbar ist. Ja, und auch vor allem auch ein bisschen gehobener Stil, dass man sich dafür nicht fremdschämen muss. Also, wenn ich jetzt hier schreibe, ich muss jetzt nicht irgendwie da peinlich berührt in der Gegend rumstehen und sagen, oh mein Gott, lies das bloß nicht, sondern ich kann auf den Text verweisen und sagen, hier, wenn du Bock drauf hast, unbekannter Mensch da draußen, lies das einfach. Ich muss mich dafür jetzt nicht schämen, weil das stilistische Level an sich in Ordnung ist. Ich könnte wahrscheinlich noch besser schreiben, wenn ich jetzt sehr lange überlege. Aber ich will ja auch mal vorankommen. Ich habe ja aktuell auch eine Social Media Pause gemacht. Also nicht wundern, ich mache extra dieses Video hier, damit ihr zwischendrin auch mal einfach eine kleine Info von mir kommt oder so ein Lebenszeichen, was ich gerade mache. Aber ich glaube, November werde ich nicht mehr auf Twitter gehen, Dezember weiß ich noch nicht. Aber ich will auf jeden Fall ein paar Kapitel hochladen, Dinge schreiben, vielleicht auch noch Texte von anderen kommentieren. Den Orni-Text muss ich immer noch vorlesen. Keine Ahnung, ich habe letzte Zeit irgendwie mal wieder, keine Ahnung, was weiß ich, einen Film geschaut. Ich hab Ewigkeiten lang keine Filme mehr geschaut, ne? Sorry. Dann habe ich mal abends einfach einen Film geschaut oder irgendwas anderes gelesen oder dann habe ich noch diesen Homunculus-Text da vorgelesen, da diesen, ich glaube, fast 2 Stunden irgendwas total geistesabwesend und behämmert irgendwas vor mich hingeredet. Ich bin auch mittlerweile schon auf diesem Status unterwegs. Ich höre nur die ersten 10 Minuten rein, ob die Tonqualität halbwegs in Ordnung ist. Und dann vertraue ich darauf, dass ich keine schweren Patzer eingebaut habe. Also ich weiß ja von mir selber, dass ich hier keine verfassungsfeindlichen Dinge geäußert habe oder irgendwelche Dinge, die halt gar nicht gehen. Ob ich mich immer an die Netiquette halte, weiß ich nicht. Aber ich fluche ja nicht permanent rum oder pöbel hier die ganze Zeit rum oder wenn ich mal irgendwas Krasses sage, das ist so eine kleine Einordnung und es ist halt so ein Detail und nicht der Hauptbestandteil von dem, was ich sage. Also ich glaube, ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich hier irgendwas total Beklopptes in die Welt hinauslasse. Und falls sich eventuell da jemand wundert, wie ich es anstelle, hier irgendwie 2 Stunden oder fast 2 Stunden lang einfach ohne Punkt und Komma zu reden, in einem verständlichen Deutsch, dass ich meine Gedanken zusammenhalte und auch ohne
vorab Notizen einfach so reden kann. Dazu sollte ich vielleicht sagen, wenn ich schreibe, dann habe ich mittlerweile antrainiert, oder das war eine der ersten Sachen, die ich mir halt antrainiert hatte, dass ich meine Gedanken zu 99% tatsächlich so aufs Papier bekomme. Ja, was ihr jetzt gerade von mir hört, das ist quasi meine ungefilterte Brainpower, oder wie auch immer man das nennen möchte, wo ich quasi gerade genauso schnell rede, wie ich denke normalerweise. Und in anderen Videos habt ihr es vielleicht mitbekommen, da rede ich dann erstmal, da rede ich dann bewusst etwas langsamer, betone, dass da jeder gut mitkommt. Aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie ich normalerweise in der Realität denke. Ja, also bei mir ist es so, ich habe die wunderbare Zeit, wenn ich schlafe oder wenn ich mich durch Schlafentzug bzw. Alkohol halbwegs betäube oder durch Sport, dass ich so die ganze Zeit ja, so halbwegs bräsig durch die Gegend laufe. Ja, und dann nicht mehr denken muss. Aber normalerweise ist es immer so, von dem Moment an, wo ich halbwegs wach bin, bis zu dem Moment, wo ich wieder müde werde, dich, zack, 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 ratter, 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 ratter. Es ist so unangenehm einfach. Dieses permanente Denken, 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 Denken. Das ist ja auch ein Grund, warum ich zum Beispiel so ASMR-Sachen liebe oder auch warum ich Laufsport. Ja, du kannst irgendwie eine Stunde durch die Gegend laufen und musst nicht nachdenken. Du hast einfach die Sinneseindrücke, du nimmst irgendwie die Umgebung wahr, das reicht. Ja. Oder immer diese Meditationsübungen. Du schaust aus dem Fenster, wenn es draußen regnet oder wenn es Gewitter gibt, und versuchst dich einfach nur auf die Regentropfen und auf die Blitze und so zu konzentrieren, damit du einfach mal nicht denken musst. Das ist so angenehm. Ja, und viele Dinge, die ich halt formuliere ich on the spot, und durch so ein Video wie das gerade, könnt ihr mal erahnen, wie ich normalerweise meine Gedankenprozesse ordne und dann auch teilweise über meine eigenen Sätze im Kopf stolpere, beziehungsweise mir noch hinterher Gedanken mache, ob das Wort, was ich eben im Satz davor verwendet habe, klug verwendet habe oder ob ich eventuell schon so ein Äquivalent hätte einfügen können, ein Synonym oder eine gänzlich andere Formulierung. Und wenn ich schreibe, mache ich das ja ähnlich. Dann halte ich ja die Klappe, hau meine Gedanken auch dann raus, wenn ich schreibe, aber weil ich halt keine Zehn-Fingersysteme beherrsche, bin ich nicht ganz so schnell im Schreiben wie mit dem Denken, was aber beim Schreiben ganz sinnvoll ist, weil ich dadurch weniger Blödsinn aufschreibe, beziehungsweise mehr Mühe geben muss, dass ich auch halbwegs mit der Geschwindigkeit hinterherkomme. Aber der Unterschied ist immer zwischen dem, was ich schreibe und denke, dass ich hier hinterher die Sätze nochmal umformuliere, vereinfache Dinge rausschneide, Dinge nochmal einfüge. Also in dem Kapitel hier ist es besonders heftig, weil ich halt, ich glaube, warte mal, das ist der erste Abschnitt. Hier, das werde ich eventuell noch einfügen, vielleicht auch nicht. Das wäre hier dann der. Ist das der zweite? Zack, 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 zack. Wo sind die Sterne? Sterne, 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 Sterne. Sterne, Sterne, Bonbons. Sterne, Bonbons, lecker. Dubi, dubi, du. Ja, jeder Abschnitt, nochmal Sterne. Das waren zwei Dinge, die ich geschrieben habe. Ich glaube, das ist chronologisch sogar das dritte. Genau, hier nochmal der Abschnitt. Das war, glaube ich, das zweite, was ich geschrieben habe. Das hier oben das dritte. Den Abschnitt, den ihr seht. Das heißt, in der chronologischen Reihenfolge habt ihr eigentlich, also werdet ihr nachher wahrscheinlich haben 1, 4, 3, 2. Also von dem, wie ich es im Schreibprozess geschrieben habe, in der chronologischen Reihenfolge ist es ja genau anders. Nämlich in der Handlung vom Kapitel, nicht in der Handlung, also nicht in der Abfolge, wie ich es geschrieben habe, sondern in der Abfolge, wie es in der Geschichte passiert. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich irgendwas geschrieben habe und dann, also aktuell habe ich mir da so als grobe Begrenzung 4000 Worte gegeben. Falls jetzt jemand nicht verstanden hat, warum, könnt ihr halt ausrechnen. Ne? 4000 mal 25 seid ihr ungefähr bei 100.000 Worten. Warum sage ich ungefähr? Logischerweise hat nicht jedes Kapitel exakt 4000 Worte. Manchmal schreibt man vielleicht 4500 oder 5000 oder 6000.
Dann hat man vielleicht mal ein Ding drin, wo halt alles mit 3220 Worten gesagt ist und es irgendwie merkwürdig wäre, das auszudehnen. Ich habe ein wunderbares Beispiel dafür gefunden bei Melancholia. In dem, ich glaube, im aktuellen Kapitel war das 10, wo sie sich vorher auch noch merkwürdigerweise dafür entschuldigt hat, dass die, ich glaube, die Partyszene am Ende gar nicht vorkommt, sondern ins nächste Kapitel verlagert wird. Wäre mir nicht mal aufgefallen. Also ich fand, das hat so als eigenständiges Kapitel ganz gut gewirkt. Und dann hat man am Ende auch diesen Sinnabschnitt, dass ich, glaube ich, zwei Charaktere dann halt vorbereiten oder im Begriff sind, sich auf diese Party zu begeben. Damit endet das Kapitel. Und das ist ein sehr gutes Kapitelende, weil damit hat man ja direkt den nächsten Sinnabschnitt eingeleitet, weil man dann weiß, okay, im nächsten Kapitel kommt da diese Partyszene. Ja, und sowas hatte ich tatsächlich auch schon, dass ich dann was geschrieben habe und dann gemerkt habe, okay, du bist schon bei über, keine Ahnung, 5500 Worten oder noch mehr. Dann verschiebt das doch einfach. Ja, kapp die letzten 1200 Worte weg und es kommt dann ins nächste Kapitel rein. Ja, es könnte hier, ich weiß nicht, ob das hier auch noch passieren wird, wenn ich gleich noch ein bisschen schreibe, dann bin ich direkt bei 4000. Ich bin auch gleich bei fast 2 Stunden Aufnahme. Nicht so gut, weil dann, wenn ich das Video gleich eventuell schrotte, ist, ich meine, es reicht ja, wenn ich einen Fehler habe, irgendein Aufnahmeding funktioniert nicht, irgendein Programm will nicht, irgendwas kickt mir da wieder rein. Also falls ihr das hier auf YouTube hören könnt, ich habe schon immer mal wieder so Videos gemacht, wo ich so einfach 1 Stunde, 2 Stunden vor mich hinrede. Und zwar tatsächlich auch in der Geschwindigkeit, wie ich denke. Und entweder habe ich es hinterher gar nicht hochgeladen, oder das war defekt oder irgendwas anderes hat nicht funktioniert. Also wenn ihr das hier hören könnt, ist quasi einfach nur ein Video Fasan beim Denken. Ja, falls man das, was ich mache, überhaupt Denken als Denken bezeichnen kann. Ich habe auch mal irgendwo, also wirklich von verschiedenen Leuten so, ja, du kannst gut schreiben oder dein Stil ist ja irgendwie, wie hat das mal jemand geschrieben? Ich glaube, hochtrabend oder sehr drückst dich sehr niveauvoll aus. Ich denke mal so, what the fuck? Lest ihr eigentlich Bücher? Also so richtig gute Bücher mit richtig gutem Stil. Dagegen ist das, was ich hier mache, alles nur so nett. Nett, unterhaltsam, teilweise witzig, teilweise auch mal unterhaltsam. Ob es spannend ist, weiß ich nicht. Und das ist ja auch so ein Grund, warum ich das Manuskript hier mache. Weil ich wissen will, erstens, wenn ich mal Liebesromane gar nicht mag, wie muss ich das beschreiben oder umsetzen, dass ich es mag? Und dann das nächste Problem in Liebesromanen, Plot. Ja, wie kann ich das also einbauen? Oder was kann ich machen, um das irgendwie unterhaltsam zu halten? Und, oder spannend zu halten, ganz klar, welches Pairing kommt am Ende zusammen. Ja, das erste, was man sich fragt, warum man es so weiterlesen will. Das nächste, die Hintergründe von zum Beispiel Ludwig und Lilu. Wer ist das überhaupt? Dann glaube ich noch die Sache mit dem blauen Licht. Da bin ich mir aktuell sehr, sehr unsicher, ob ich das alles am Ende aufdröseln werde. Also den Verursacher davon, den werde ich noch einbauen. Also die Person kommt auf jeden Fall vor, hat aktuell den Spitznamen Alte Kräuterhexe. Aber ich glaube, ich werde das so machen, dass zwar Leon mit dieser Person in Kontakt kommt, da auch einen Dialog hat oder eine sehr morbide Szene hat, die so in den Bereich Horror geht, also wirklich Horror. Und dieses Wesen oder diese Person, diese Person oder dieses Wesen, das vorgibt, ein Mensch zu sein, wird doch irgendwie sehr merkwürdige Gefühle auslösen, wird ein gewisses Unbehagen zurücklassen, wird euch rätseln lassen. Und ich denke, ich werde aber nicht genau erklären, wer oder was das eigentlich ist. Ja, dann kann ich mir das nämlich zum einen selber offen halten für die Zukunft. Und außerdem ist es immer sehr gut, so ein mysteriöses Element in der Handlung drin zu haben. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist Wesen XY aus dem Lexikonartikel sowieso, wird da und da geboren, hat die und die Lebensspanne, das sind die Eigenschaften, positiv, negativ, so kannst du es töten. Das wäre ja langweilig.
dann weiß man ja alles. Erst durch Unwissen oder Dinge in der Schwebe halten, kann man ja diesen gewissen Horroreffekt erst aufbauen, weil wir alle wissen, Moment mal, es gibt hier irgendwie so ein Wesen mit dem blauen Licht und alles andere ist ja nett und süß und nachvollziehbar, man kann es erklären, aber dieses eine Ding, was war das? Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn dann Leute dann irgendwie eventuell ein bisschen verzweifelt sind, weil sie dann sich versuchen, da irgendwie eine Theorie oder irgendeinen Reim drauf zu machen. Das wird auf jeden Fall großartig. So baue ich das Ding hier aus? Ich weiß es noch nicht. Aber ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte am Ende, jetzt kann ich es ja sagen, bei 1 Stunde 59 oder jetzt bald 2 Stunden, jetzt hört ja sowieso noch, also jetzt hört gar keiner mehr zu. Falls sich jemand gefragt habe, warum ich teilweise so lange nichts hochgeladen habe, die Sache ist, ich bin mir gerade selber unschlüssig, wie weit ich tatsächlich gehen kann. Also ich hatte beispielsweise so die Idee, ist es Kapitel 10, mit, wie nennt sich das, Nekrophilie. Ja, in einer Rückblende, ob ich sowas einbauen kann oder gewisse Dinge. Das betrifft jetzt nicht nur sowas wie die erotischen Szenen. Ja, was machen die da konkret? Welchen Kink leben die aus? Wie weit kann ich da gehen? Es soll ja nicht lächerlich wirken. Es soll ja auch irgendwie sinnlich, anregend wirken. Ist jetzt auch wieder die Frage, was ist für die Leser da draußen irgendwie nachvollziehbar? Ich meine, was für den einen total geil ist und und irgendwie sexuell, erotisch anziehen, was auch immer, ist für die nächste Person vielleicht abschreckend, bizarr, merkwürdig, gaga, lächerlich. Ja, die eine Person, die mag das, die fährt voll drauf ab, die nächste Person verdreht die Augen und bricht den Text ab. Und da muss ich versuchen, so ein klassisches Mittelmaß zu finden, dass es insgesamt machbar bleibt. Ja, und teilweise werde ich auch mit dem Stil ein bisschen heftig werden, aber nicht über das ganze Kapitel, sondern immer nur in bestimmten Momenten, wo es passt. Also hier beispielsweise seht ihr schon, oder sieht man es nicht, wo habe ich das gemacht? Hier wäre so ein Abschnitt rein auf der formalen Ebene. Ihr seht, dass hier auf einmal ganz viele Substantive in einer Aufzählung sind. Den Trick habe ich tatsächlich von Steinbeck. Ja, das darf man aber nicht zu oft machen. Würde ich es in jedem dritten Absatz oder so machen, dann wäre es zu viel Information auf einmal, wenn man es dann in bestimmten Dingen macht. Ja. Dass man so Szenen dann verdichtet, Dinge akkumuliert, wo du genau weißt, da passiert gerade sehr viel, alles geht runter und drüber und du haust die Dinge einfach nur bam, bam, bam raus. Dann geht das. Genauso wie ich an anderen Stellen ganz bewusst den Stil einfach halte und die Umgebung beschreibe oder nochmal ein Gefühl beschreibe, alles nochmal runterkommen lasse oder vielleicht auch mal, wie bereitet jemand Essen zu, einfach um so einen Moment der Ruhe und Entschleunigung drinne zu haben, um auch diese Spannungskurve korrekt hinzubekommen. Also ich könnte jetzt nicht immer nur die hochdramatischen Sachen da reinschreiben, dass das funktioniert so nicht. Und für das, was ich am Ende vom Roman auch vorhabe, oh ja. Da muss ich einige subtile Vorarbeit leisten, dass man das auch alles ernst nehmen kann. Also würde ich jetzt diese Szenen schreiben, die da am Ende sich abspielen, dann würde kaum jemand irgendwie eine Bindung dazu haben, weil es einfach zu krass wäre. Also wirklich zu krass. Und das sage ich jetzt schon, obwohl wahrscheinlich einige Leute Kapitel 7 krass finden oder vielleicht auch schon die 6 Kapitel davor schon merkwürdig fanden. Hier werden auf jeden Fall noch einige Dinge auftauchen, die ich weiß nicht, ob die wirklich ungewöhnlich sind. Ich meine, da draußen gibt es hier alles an Textsorten, aber ihr kennt das ja vielleicht, es gibt diverse Sachen, die kann man schon von der Form her nicht richtig ernst nehmen oder manche Dinge sind so vorhersagbar oder vielleicht eher stümperhaft beschrieben, dass man es nicht wirklich ja, für voll nimmt oder dass es kaum noch eine Wirkung hat.
Ja, wo man sich sagt, jo, es soll irgendwie gruselig sein und ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist halt einfach nicht gruselig oder man liest irgendwie eine richtig krasse Szene, irgendwie ein erotischer Inhalt oder irgendwie eine Erinnerung oder irgendeine Action-Szene und man drückt dann mal ein Auge zu. Also so Roman habe ich tatsächlich auch schon in der Hand gehabt, wo man sich dann drauf einlassen muss, auf diesen ganz speziellen Stil, wo man, also wo nichts wirklich dann reif und erwachsen wirkt, sondern alles so einfach so ein bisschen schräg, dass es nicht wirklich passt, wo man dann genau merkt, ja, diese Szene oder diese Thematik liegt der Person einfach nicht. Ja, passiert immer wieder. Ach ja, wie ihr vielleicht auch sehen könnt, ich bevorzuge hier diese Guillemets. Ich könnte auch Anführungszeichen machen, das ist eigentlich komplett egal. Absätze mache ich meistens so, wenn die eine gewisse Länge erreichen, wie hier. Das kommt intuitiv mit der Zeit. Manchmal mache ich neue Absätze bei so Dialogzeilen. Ist auch die Sache, wenn ich irgendwann mal mit diesem Manuskript fertig bin. Ich glaube, mache ich dann einfach die DIN-A5-Blocksätze? Ich glaube ja. Also ich habe es ja selber schon ausprobiert und also ich habe ja verschiedene Bücher im Vergleich gelesen und es gibt Bücher, ich glaube bei Neil Gaiman war das. Das war mir einfach zu bekloppt. Da hast du wirklich Einschub links, Einschub rechts, Leerzeile. Das sieht dann aus wie so ein Gemüsebeet. Das lenkt dich komplett vom Lesen ab. Und dann gibt es Texte, Blocksatz, kannst links und rechts das Lineal anlegen und es sieht sehr ordentlich aus. Und es ist sehr, sehr viel Text auf einer Seite und man kann es trotzdem lesen. Es ist problemlos machbar. So, jetzt die Frage, habe ich auf Anhieb irgendwas sehr Wichtiges vergessen? 2 Stunden 6:10. Ich glaube, ich werde in einem anderen Kapitel dann mal erzählen müssen, wie ich eigentlich auf bestimmten Inhalt komme. Wobei das eigentlich auch nicht so spannend ist. Ich meine, ihr kennt das vielleicht alle, dass man sich irgendwann mal so im Verlauf einer Woche dann so Dinge fragt. Ja, was wäre, wenn? Oder ja, auf einmal hast du die Idee von einem Charakter, denkst du so, wow. Ja, so jemanden in Aktion zu sehen, wäre irgendwie wild, makaber, blumig, lustig. Es wäre auf jeden Fall mal wert, aufgeschrieben zu werden. Ja, oder wenn ich zeichnen könnte, würde ich es halt zeichnen. Wenn man sich so denkt, ey, das wäre doch mal was. Ja, ja, und dann arbeitet man das eben einfach mal aus und schaut, wie weit das geht. Also hier in der Szene ist beispielsweise, war von Anfang an klar, von den drei Charakteren ist ja Vero immer die sehr verschlossene, ruhige, kalkulierte, rationale Person. Ja, aber sie ist eben auch menschlich. Ludwig und Lilo sind übernatürliche Figuren. Das ist auch ganz wichtig. Ich will das ja nicht hauptsächlich als Urban Fantasy haben. Das ist irgendwie Magie und Fabelwesen als alles bestimmen. Theoretisch könnte man auch die Geschichte komplett so schreiben, ohne übernatürlichen Einfluss. Ginge auch. Aber es ist also dieser Extra-Kick. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie eine reine Gespenstergeschichte, weil dieser eine Charakter ein Gespenst ist, sondern das ist halt so eine, ja, im Grunde genommen so eine Nebensache. Also das hauptsächliche Ding ist halt tatsächlich Liebesgenre, denn es geht um diese drei Love Interests und wer kommt am Ende mit wem zusammen. Das ist quasi die Basis. Und dass ich nebenbei so Einflüsse aus dem Urban Fantasy habe, ein bisschen was aus dem Krimi, ein bisschen was aus anderer Literatur. Ja, es ist halt alles Bonus, was den Text vielleicht besser macht, ich weiß es nicht. Aber man merkt vielleicht so stilistisch, orientiere ich mich jetzt nicht an der üblichen Fantasy oder an üblichen, generell an üblicher Literatur, sondern ich versuche schon so ein bisschen. Also ich mag das schon, wenn der Stil so ein bisschen niveauvoller ist als nötig, dann macht es ja auch Spaß beim Lesen. Ja, wenn du einen Text hast, wo halt der Stil an sich schon gut lesbar ist. Ja, wo vielleicht auch mal ein paar Vokabeln auftauchen, die
Ja, die man jetzt eher so in der, ne, in der gehobenen Literatur erwarten würde. Ich meine, warum nicht? Habe ich sonst noch was ganz Wichtiges, was ich noch zum Abschluss? Also ich weiß nicht genau, wie, ob ich jetzt alles krass so unterbringe. Ich glaube, ich werde es machen. Denn mir ist aufgefallen, da ich ja den Stil in der dritten Person habe und eher, also wirklich versuche, das zu zügeln, zu bremsen, kann ich mich ja im Inhalt tatsächlich austoben. Das ist übrigens auch eine Sache, die habe ich von Oscar Wilde und auch von Kafka. Wenn du ein, ich sag mal, ein ganz gewöhnlich, also was heißt gewöhnlich, aber du hast halt einen lesbaren Stil. Das ist jetzt nicht komplett übertrieben. Dass man sagen würde, boah, hier, wer war das? Ich glaube Marcel Proust. Ja, wo das halt so extrem blumig geschrieben ist. Und so over the top. Oder auch, Herman Melville war das, glaube ich, bei Moby Dick habe ich immer das erste Kapitel gelesen. Da ist der Stil, das ist dann so eine Sensation, so ein Feuerwerk einfach, dass du dich gar nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren kannst. Das mache ich ja nicht, aber ich habe beispielsweise bei Oscar Wilde gesehen, wenn man den Inhalt so ein bisschen wie so eine Hecke oder wie so einen guten englischen Garten pflegt, dass dort eben nicht alles wild wuchert, dann kann man tatsächlich auch richtig krassen Inhalt rüberbringen, weil es durch die Form so ein bisschen gebändigt wird. Und ich weiß nicht genau, was ich alles an radikalen Sachen noch unterbringe. Also einige Sachen hatte ich mir vorgenommen. Einiges wird tatsächlich auch eher klassisch verlaufen. Also es werden irgendwo so Momente auftauchen, wo halt dann irgendwo in der Zeitung oder so auftaucht, dass halt immer wieder Leute in der Umgebung sterben, aus Gründen. Ne? Dass sich da Leo ein bisschen Gedanken drüber macht. Dann dieser Besuch bei Melanie. Das ist eine Sache, die habe ich, glaube ich, von. Doch, das müsste der Name des Windes sein. Diese Argumentation von Rothfuss von wegen. Es ist nicht glaubhaft, wenn jede Figur, die auftaucht, eine konkrete Funktion hat. Sondern im realen Leben ist es ja auch so, man trifft irgendwelche Leute. Und dann gehen die wieder und spielen keine weitere Rolle mehr, aber sie waren mal da. Oder man redet mit Leuten über irgendetwas oder man macht irgendetwas und es führt einfach zu nichts. Ja, du schickst jemandem eine Textnachricht und es kommt keine Antwort mehr. Oder du planst irgendetwas und das Projekt wird nichts. Ja, oder ein Charakter taucht auf in einer Szene, hat einen Dialog, aber das war's. Dieser Charakter taucht nicht nochmal auf. Beziehungsweise, ich glaube, die wird dann nochmal ganz am Ende im 25. Kapitel so nebenbei auftauchen, um schon so anzudeuten, hey, dieser Charakter weiß jede Menge Zeug. Ja. Und tatsächlich ist es auch ein Charakter, der tatsächlich für eine POV auch herhalten könnte. Ja, aber muss sich ja mal entscheiden, was ist so die beste Erzählperspektive für die, also für das Szenario gerade. Und der Einzige, der halt wirklich so sorglos ist, so naiv und Dinge auch mal Dinge sein lässt, ist halt die Person, die ich gerade hier, oder aus deren Perspektive ich halt schreibe. Ja, und insgesamt weiß ich nicht, ob überhaupt irgendjemand hier zuhört oder liest. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal, wenn dann, sagen wir, wenn ich Kapitel 10 hochgeladen habe, wenn das soweit ist, ich hoffe, dass dann wenigstens bis zu dem Zeitpunkt wenigstens irgendjemand mal einen Kommentar auf Fanfiction geschrieben hat. Nicht unbedingt von den Leuten, die ich auf Twitter kenne, denn da will ich jetzt nicht irgendwie falsche, weiß ich nicht, so eine falsche Verklemmtheit lesen. Also, ihr kennt das ja alle. Man kennt jemanden irgendwie halbwegs flüchtig und dann will man höflich sein, will was Nettes sagen und dann ist es ja blöd, wenn du auf einen Text klickst und dann denkst, was ist das für ein Scheiß? Und dich dann aber nicht traust, eine negative Rückmeldung zu geben, weil du Angst hast, oh, dann mag mich die Person nicht mehr. Kennen wir alle. Ich meine, sowas in der Richtung hatte ich auch schon, dass mir irgendjemand mal einen Schnipseltext gegeben hat und du kannst dann einfach nicht, du bringst es einfach nicht übers Herz, dann zu sagen, nee, hör mal, das ist nicht so
toll. Ja, aber ich gebe mir hier schon Mühe. Ja, ob man hier von Herzblut reden kann, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt keiner, der so extrem an dem Text hängt, dass ich da jetzt alles verteidigen müsste. Also ich habe jetzt absolut kein Problem mehr, wenn Leute, ich sag mal, dass diesen ganzen Text hier hassen oder damit nicht darauf nicht klarkommen oder irgendwas anderes sagen, von wegen finde ich jetzt mal mittelmäßig oder deine Dialoge sind bescheuert oder wenn ich jetzt selber sage, hey, mein Stil ist gut, ein anderer sagt, dein Stil ist doof, oder wenn ich jetzt sage, oh, Dialoge liegen mir gar nicht, eine andere Person sagt dann ganz dreist, hast du recht. Als ob ich da irgendwie drauf eingehen würde. Ich meine, das nur so als kleine Randnotiz. Ich glaube, das ist dann wirklich ein guter Abschluss. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, was mir wirklich wichtig war, also wie ich jetzt auf Formulierungen oder so komme, könnt ihr euch denken, wenn man sehr viel liest, hat man Vokabeln, weil man regelmäßig schreibt, wird man besser, kommt auf mehr Formulierungen, gerade wenn man mit Schreibratgebern arbeitet, so von wegen hier, ich habe ein Substantiv und haut jetzt ein Adjektiv davor. Also hier habe ich beispielsweise auch gar nicht nachgedacht. Was habe ich hier? Schwappende Wellen. Pff. Ja. Vielleicht nicht der beste oder originellste Vergleich aller Zeiten. Das Adjektiv hätte ich auch weglassen können hier an der Stelle. Aber was machen Wellen? Sie schwappen. Ja, das ist quasi das Erstbeste. Und manchmal ist es tatsächlich so, wie sagt man, first thought, best thought. Es stimmt tatsächlich manchmal. Man muss nicht immer alles zehnfach überarbeiten. Ich habe das mal gesehen in so einem Hemingway-Text. So Sätze, die er halt oder Absätze, die er halt nicht genommen hat. Und da stand ungelogen dann teilweise derselbe Absatz irgendwie fünf oder sechs verschiedenen Varianten. Alle hättest du nehmen können, wirklich alle. Alle waren literarisch auf dem Niveau. Alle hatten irgendwie besondere Formulierungen drin. Und es ist teilweise echt so wie die Figur vom Kleiderschrank, die sich nicht entschließen kann, ja, die Krawatte mit der Form oder die Krawatte mit dem Muster. Ja, so sinnlos irgendwo auf einem gewissen Level. Auf jeden Fall habe ich alles fürs Erste, was ich sagen wollte. Denk nach, denk nach, denk nach. Ich meine, die ganze Formatierung, Rechtschreibung, Zeichensetzung. Ich habe halt Wörterbücher, ne? Man schlägt halt einzelne Worte im Duden nach, bis man so richtig schreiben kann. Die roten Kringel, die man immer drunter hat, so für die Autokorrektur, habe ich meistens ausgestellt. Das nervt nur. Und außerdem habe ich so oft alte Worte oder selten verwendete Worte oder generell Vokabeln in meinem Text, dass das automatische Wörterbuch dann diese korrekten Worte einfach nicht erkennt. Ja, so schöne alte Worte wie Humbug oder fällt mir auf Anhieb noch was ein. Jetzt natürlich gerade dich. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man dann halt keine roten Kringel hat und auch immer alles selbstständig nachschaut. Auch die Kommasetzung, als ich angefangen habe mit Schreiben, hatte ich keine Ahnung von Kommasetzung und dann, du schaust so oft gewisse Regeln nach, bis man irgendwann auch Dinge einfach kapiert. Beziehungsweise wenn man halt liest, dann sieht man ja auch bei den Profis, wie es halt richtig gemacht wird. Ja, und ich habe wirklich, ich wollte es eigentlich nach 2 Stunden beenden. Falls sich jemand wundert, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich irgendwas super Wichtiges vergessen habe. Ich meine, das hier soll auch einfach nur so ein ganz, ganz kleiner Einblick in meine Gedanken sein, wie ich so vorgehe, worüber ich mir überhaupt Gedanken mache, wenn ich sowas schreibe. Ja. Also, ich weiß noch nicht, ob das überhaupt, das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob das überhaupt für irgendjemanden interessant ist, was ich hier gerade rede. Ja.
Da bräuchte ich halt tatsächlich mal irgendwie die Rückmeldung. Ob sich das jemand anhört, ob das irgendjemandem weiterhilft, ob Leute sagen, nee. Ja, ich meine, ja, ungelogen, das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Man bekommt ja nicht immer nur irgendwie positive Resonanz. Also, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, irgendwie halt die Fresse oder heul nicht rum. Oder schwul. Ja. Ja, ich meine, bei den ersten Momenten, wo sowas auftritt, möchte man den Leuten einfach nur irgendwas an den Kopf werfen oder die einfach nur fassungslos anstarren. In so einer rebellischen Phase habe ich dann vielleicht auch mal gesagt, was bist du denn für ein degenerierter Typ? Oder bist du irgendwie dumm oder ja, halt doch selber die Fresse oder irgendwie sowas, aber ihr wisst ja, wenn man auf Aggression mit Gegenaggression antwortet, es wird nicht ruhig. Ja, und das Cleverste, was man meiner Meinung nach immer machen kann, ist in vielen Situationen einfach den Mund halten oder Leuten einfach nicht mehr zuhören, Leute ignorieren. Und wenn man was zu sagen hat oder möchte sich mitteilen, kann man es ja aufschreiben. Also ihr wisst schon, oder vielleicht wisst ihr es nicht, aber wenn ich sowas hier mache, so wie so das Video hier, wo ich einfach nur rede, das ist für mich einfach Trash. Weggeworfen, Müll, Unsinn. Denn wenn ich noch in der Phase vom Reden bin, dann kann meine Gedanken nicht wichtig sein. Nur das, was ich wirklich über Wochen und Monate hinweg in meinem Kopf habe, worüber ich ernsthaft nachdenke, nur das Zeug kommt dann ja letztlich schwarz auf weiß aufs Papier. Ja, wo ich dann sage, ja, das ist nicht einfach was, was ich mal eben so schnell hingeworfen habe in einem Abend oder in 2, 3 Stunden, sondern das ist so ein Gedankengang. Das halt, das reift länger. Das ist beispielsweise so, wenn du so eine politische Weltanschauung oder sowas hast oder über Jahre hinweg entwickelst. Das machst du mal nicht eben so. Ja, da braucht man immer ein bisschen Zeit. Und dann entwickelt man auch so Standpunkte oder Meinungen, die auch längerfristig gültig sind. Also wenn ich jetzt irgendwie Dinge sage, wie ich vorgehe oder was für mich wichtig ist beim Schreiben oder was ich irgendwie an Manuskripten doof finde, was ich an Romanen schätze. Das wird auch noch in 10 oder 20 Jahren so sein. Also, so viele Dinge werden sich dann nicht mehr ändern. Ja, einfach weil ich jetzt mittlerweile gewisse Dinge für mich entdeckt habe oder verinnerlicht habe, darüber nachgedacht, gesonnen, was auch immer habe. Warte, hier war es, das Dings, das Fenster. Ja, und erst wenn ich eben etwas aufschreibe, dann ist es für mich wirklich wertvoll. Das heißt, auch ein Text, den ich an einem Abend, an einem Stück schreibe, ist schon wertvoller als ein, keine Ahnung, Gespräch, was ich einfach so an einem Abend irgendwie abhalte. Ist auch generell immer so, sich mit Leuten über irgendwas unterhalten, es ist letztlich immer so sinnlos. Wenn es nirgendwo archiviert wird, ja, warum sollte man sich denn über intelligente Dinge unterhalten? Es kommt aus dem Nichts, es geht ins Nichts, es führt zu nichts, es ist so sinnlos alles. Ja, und die Sache ist auch, das habe ich damals, glaube ich, aus Harry Potter mitgenommen, diese Sache, ich glaube, aus dem fünften Teil, wenn ein intelligenter Mensch Fehler macht, das sind meistens Fehler, die halt gravierender sind als andere Fehler. Und ich war beispielsweise schon mal in diesem Muster drinne, von wegen, wenn ich in einem Gespräch nichts für mich Sinnvolles mache, was mich irgendwie weiterbringt, dann ist das Gespräch eigentlich unnötig, was letztlich dazu führt, dass eigentlich Reden an sich völlig unnötig ist. Also ihr merkt schon, ich bin extrem hart beeinflusst von den Stoikern. Ja. Oder auch im Herrn der Ringe taucht das dann genauso auf. Diese Formulierung von wegen, wie war das? Wo die dann, also wo dann Gandalf, Galadriel und so, wo dann alle dann da sitzen und keiner sagt etwas. Weil die nur dann den Mund aufmachen, wenn man quasi die Situation der Stille bereichern kann. Und wenn man das irgendwie nicht verbessern kann, sollte man die Klappe halten, beziehungsweise nachdenken, bevor man irgendwas sagt. Ja, auf jeden Fall, das hier ist so eine Art Testballon. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das jetzt großartig jemand anhören wird.
Ich würde ja in Zukunft auch gerne dann hin und wieder so eine Fanfiction irgendwas hochladen, also den Onni-Text auf jeden Fall noch. Und dann irgendwann im Dezember oder vielleicht Januar, keine Ahnung, irgendwann werde ich auch nochmal fragen, ob von euch Leute Texte haben. Vielleicht gehe ich auch irgendwann daran und lese mal von der Melancholia dieses, oh, wie heißt es? Ich und Namen, ne? Jetzt bin ich schon wieder gegen das Mikro gekommen. War das blutende Lilien? Ich habe schon wieder den Namen vergessen, ne? Ist aber auch schwer, wenn man halt so viele Sachen parallel liest oder sich über Dinge Gedanken macht. Ja, auch so viele verschiedene fiktive Charaktere. Deswegen bin ich auch immer ganz begeistert von so diesen üblichen, wie nennt man das, so ein Anhang. Ja, oder Verzeichnis, wo die ganzen Namen aufgelistet sind, in so einer Tabelle, wo die auch die wichtigsten Eigenschaften. Ja, dass du einfach auch, ich sag mal, nach 8 Monaten oder so, an eine Sache rangehst und dann sagst, geil, ich geh jetzt nochmal ins Final Fantasy Wiki oder ins Pokémon Wiki oder ins Harry Potter Wiki oder ins Klippenland Chroniken Wiki oder ins Herr der Ringe Wiki. Ja, wenn man einfach schon seit Jahren vergessen hat, ob jetzt irgendwie, was ist der Unterschied zwischen einem Maya und einem, was war es, Vala oder whatever. Oder welche Sprache die sprechen, oder wie die seine Stadt da hieß in der einen Fantasy-Welt. Als ob ich mir das merken würde. Ich meine, ich weigere mich auch immer so unnötige Dinge zu merken. Ist wieder ein Thema für sich, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das Video ist lang genug. Auf jeden Fall ist es hier ein Testballon. Ich freue mich, wenn jemand bis hierhin durchgehalten hat. Ich bin gespannt, oder im Grunde genommen bin ich gar nicht gespannt. Das wäre tatsächlich unwahr. Also ihr merkt, so ich habe teilweise, also ich bin ja ein Freund von der daoistischen Ethik. Das heißt, ich denke gerne in Widersprüchen. Immer wenn Leute irgendwie so ein Gedankengebäude aufbauen, egal ob es ist Liberalismus, Marxismus, Feminismus, bla bla bla, kann ich alles nicht ernst nehmen. Was ich am Daoismus mag, dass du immer direkt in Gegensätzen denkst, beziehungsweise immer irgendwie versuchst, so dass das komisch oder bizarr oder seltsam an einer Situation zu lesen. Und dir damit auch einfach irgendwo bewusst machst, wie skurril oder sinnlos Dinge teilweise sind, oder wie dass halt das Leben da draußen komplex ist, dass man nicht alles immer populistisch einteilen kann. Dass es immer auch irgendwie eine zweite, dritte, vierte, fünfte Seite gibt und Dinge sich dann teilweise auch widersprechen und man immer wachsam sein muss und niemals zufrieden sein darf oder sagen kann, hier, ich habe jetzt das eine System, das funktioniert jetzt, sondern mit dieser daoistischen Ethik hält man sich immer so auf der Position vom Scharlatan, der immer sagt, hey, ich sag zwar hier und wieder was Intelligentes, aber man sollte sich nicht zu viel darauf einbilden. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ein anderer Einfluss ist einfach die Stoiker. Ne? Emotionen raus, Rationalismus rein, Ruhe bewahren. Komplett die Klappe halten, nachdenken. Und wenn man was sagt, versuchen irgendwie die Situation zu bereichern. Nicht in einem materiellen Sinn, nicht in einem finanziellen Sinn, sondern einfach, dass man mehr gibt als die angenehme Stille. Ja, dass man zum Beispiel Leute zum Nachdenken anregt oder generell irgendwas macht, was irgendwie kreativ ist, was irgendwie schöpferisch ist, was irgendwie was gibt. Ja, und dementsprechend wäre es tatsächlich die Wahrheit, wenn ich sage, ich habe gar keine Erwartung, also es gehört ja auch zu diesem daoistischen Denken, dass man gar keine Ziele hat oder Erwartungen oder irgendwas, man macht sich von diesem ganzen Mist einfach mal frei. Ja, es ist völlig ausreichend, wenn man einfach nur lebt. Und ja, einfach das Schöne an der eigenen Existenz irgendwo sieht. Ja, also ich erwarte hier gar nichts. Also ich erwarte nicht, dass es irgendjemand hier anhört oder was dazu schreibt. Ich fordere das auch nicht. Ich habe das letztens auf Twitter irgendwo gesehen. Da hatte dann jemand, irgendeine anderen Person, ihr kennt ja, es gibt diese ganz großen Accounts, irgendwas geschrieben. Und dann irgendwie einen Tag später, 2 Tage später nochmal ein Tweet von wegen, hier, du hast mir gar nicht geantwortet, wie respektlos, ich habe hier regelmäßig blablablub was gemacht und das ist ja,
es geht ja gar nicht. Und du schaust dir das so an und siehst einfach nur, da hat jemand einen Tweet geschrieben und gefühlt 200 Leute oder so haben oder noch mehr haben darauf geantwortet. Logisch, dass derjenige, der den Ausgangstweet geschrieben hat, wahrscheinlich irgendwann einfach gesagt hat, hier, stumm schalten, tschüss. Dass sich dann einige Leute so wichtig nehmen und denken, boah, hier, aber wenn ich was sage oder wenn ich was schreibe, ihr müsst mir auf jeden Fall antworten, so ein Bullshit. Ja, also meine Erwartung ist, vielleicht werden sie es hier 2, 3 Leute anhören. Wenn ich ganz viel Glück habe, nimmt jemand was davon mit. Ja, habe ich vielleicht geholfen oder auch nicht oder irgendwie interessante Denkanschlüsse gegeben oder auf der Metaebene irgendwas gebracht. Vielleicht interessiert sich jemand dafür, wie die Psychologie von anderen Leuten ist, also wie tickt Fasan von seiner Persönlichkeit her. Ja, dann ist der Inhalt ja alles für die Katz. Dann habt ihr vielleicht auf meinen Sprachrhythmus geachtet, wie ich meine Gedanken entwickle. Keine Ahnung. Glückwunsch. Man kann ja alles immer auf 5 verschiedene Ebenen interpretieren, analysieren. Ja, vielleicht hört doch jemand zu, der mal was von mir gelesen hat und wissen will, ja, wie denkt Fasan, wenn er da irgendwie was in die Welt setzt. Vielleicht will jemand selber schreiben, dann habe ich ihr gerade weitergeholfen. Keine Ahnung. Alles sehr schwer abzusehen. Und ja, jetzt ist es schon wieder eher so eine Richtung Podcast-Hörbuch geworden. Live schreiben, ich könnte es theoretisch machen, ja, dass ich jetzt irgendwas in die Tastatur haue. Aber ihr habt ja gesehen hier als Beweis den Text, ich schreibe ja tatsächlich. Das hier ist auch eher ein Lebenszeichen von mir, dass ich noch da bin. Ich will einfach generell, ich würde gerne aus diesem philosophischen Modus rauskommen, dass ich immer nachdenke. Einfach mehr machen. Nicht denken, machen. Aber nicht in den Modus verfallen, dass ich nur noch mache und dann alles, was ich mache, dann gedankenlos ist. Das wäre auch doof. Ja, aber einfach viel, viel mehr schreiben, aber trotzdem die Qualität hochhalten. Wer weiß, vielleicht treibt mich irgendwann der Wahnsinn um. Ich müsste wirklich mal diesen Schalter umlegen und mal sagen, egal, was andere Leute über mich denken, was ich geschrieben habe. Ich hau das einfach raus. Fertig. Ja. Auch wenn dann Leute sagen werden, Alter, diese erotischen Szenen oder diese Action-Szenen, also habe ich bislang eine Action-Szene drin? Ich glaube nicht. Aber ich könnte so krasse Dinge schreiben. Auch in dem Kapitel hier habe ich teilweise ich hatte Spaß. Ich glaube, ich habe noch nie so Dialoge in der Art geschrieben. Ja, also das ist ja das, was ich tatsächlich immer liebe, wenn so Charaktere auf Konfrontationskurs gehen und sich da richtig aneinander reiben. Ich meine, wofür liest man denn? Ich meine, Plot habe ich auch, klar, aber bei 7 Kapiteln, so viel ist jetzt auch noch nicht passiert. Ich bin ja gerade noch dabei, den letzten Charakter einzuführen, falls ihr es mitbekommt. In Kapitel 1 habe ich hier direkt die erste Love Interest quasi schon vorgestellt. In Kapitel, ich glaube, 3 die zweite. Kapitel 6 dann die dritte. Und jetzt kommen halt die ganzen Kapitel bis zum Ende, bis zum Kapitel 25, wo halt immer wieder diese Charaktere auftauchen und Dinge machen. Dann haben wir diese mysteriöse Sache mit dem blauen Licht. Diese kleine Blues- oder Jazzband wird halt aufgebaut. Eventuell beschreibe ich noch ein bisschen Sachen in der Stadt oder in der Naturlandschaft. Einfach für die Atmosphäre. Ja, und am Ende, es steuert halt wirklich, also kann ich jetzt schon ankündigen, es steuert am Ende auf so ein riesengroßes Finale zu, was dann nochmal richtig abgeht. Deswegen nicht wundern, wenn halt in den ersten Kapiteln oder so am Anfang immer so Szenen kommen, wo richtig Dinge passieren, dann wäre sowas Ruhiges. Ja, das ist pure Absicht, denn wenn ich jetzt nur hetzen würde oder nur langsam schreiben würde, also vom Pacing her, wäre kritisch. Aber vielleicht hat, wie gesagt, vielleicht hat auch irgendjemand pausiert und schon mal gelesen, was ich hier geschrieben habe. Viel Spaß damit. Ich werde vielleicht an anderen Stellen noch heftiger werden, an anderen Stellen weniger heftig. Es ist nämlich extra so konzipiert, dass Lilo auch vom Charakter her diejenige ist, die halt am direktesten ist. Oder sehr direkt unterwegs ist, sehr wild unterwegs ist. Die sich dann nicht zurücknimmt, sondern einfach klar sagt, was sie haben möchte und sich dann auch nimmt, was sie braucht. Ja, der teilweise auch egoistisch agiert.
Ja, also da sind, da tauchen dann irgendwo auch die ganzen negativen Eigenschaften, aber ich habe mir schon sehr viele Gedanken gemacht. Und das ist auch so ein Grund, warum ich immer so lange brauche bei so Kapitelzeugs, was da alles an Überlegungen einfließt, wie viele Gedankengänge ich da verworfen habe, wie viele Möglichkeiten ich verworfen habe, weil ich mir dann irgendwann denke, nee, wenn das machst, hast du das Problem. Das ist wie beim Schach. Ja, man hätte so viele Züge und versucht dann irgendwie halbwegs vernünftig zu spielen. Und klar, irgendwann kommt irgendwo der Patzer oder dieser eine Moment, wo Leute sagen, nee, du, das hat mich komplett rausgerissen. Das ist irgendwie merkwürdig, aber okay, kann ich mitleben. Und ich bin immer noch am Überlegen, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Verdammt. Also ihr merkt schon, ich versuche immer so möglichst viele Sachen auf einmal irgendwie in irgendeinen Beitrag reinzuhauen, weil ich halt einfach nur rede, nicht schreibe, es ist nicht so wichtig. Ich gebe einfach nur so ein bisschen Kram weg. Also wie gesagt, vielleicht werde ich noch anderen Fanfiction-Kram vorlesen. Vielleicht auch noch andere Personen anschreiben, ob ich was von denen vorlesen darf. Das werde ich dann ab und zu machen. Wie regelmäßig, weiß ich nicht. Also ich will das jetzt nicht Hardcore machen, denn dann habe ich ja keine Zeit mehr zum Schreiben. Ist halt leider die Wahrheit. Also wenn du irgendwie einen Text einliest, also alleine schon, dass ich jetzt einfach hier 2 Stunden noch was einfach nur gerade laber für den Zwischenstand, nimmt mir gerade schon Zeit weg. Ja, kann ich niemandem erzählen. Wenn ich jetzt noch Texte irgendwie vorlese, ja, wenn ich irgendwie 2 Stunden da dran sitze, um den Text einzulesen, kann ich nicht schreiben. Und ich habe auch nicht immer Bock zum Schreiben, das kommt noch dazu. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob andere diesen Anspruch haben, aber ich will mich auch teilweise weiterbilden. Gehe aus meiner Komfortzone raus, habe ich schon so oft gemacht. Egal, ob ich jetzt Romane aus einem anderen Genre gelesen habe, egal, ob ich ein Sachbuch zu irgendeinem Thema gelesen habe oder ob ich jetzt zum Beispiel im Internet oder in noch selteneren Fällen dann auch mal draußen vor der Tür, dass ich einfach mal auf Konfrontationskurs mit Leuten gegangen bin oder Leute ausfrage zu irgendeinem Thema, von dem ich gar keine Ahnung habe. Ja. Kann man zwar auch fragen, ja, warum liest du dich jetzt hier irgendwie mehrere Stunden über Aquarien ein und im nächsten Atemzug über das Judentum und dann irgendwie über Wasserspritzpistolen, dann wieder über was weiß ich was, über andalusische Musik, was weiß ich. Ja, ich will ja kein Experte auf diesen ganzen Gebieten werden, sondern die Idee ist ja, wenn man schreibt, ist man ja wie so ein Zauberkünstler, der einen Trick aufführt. Man möchte möglichst viele Menschen überzeugend täuschen und verblüffen und zum Staunen bringen. Das geht halt nur, wenn man von sehr vielen Dingen wenigstens ansatzweise ein bisschen Ahnung hat. Ja, dass man immer wieder so Kleinigkeiten einstreuen kann. Und außerdem ist es halt einfach interessant, wie so ein Schwamm Infos aufzusaugen bis zum Umfallen. Ja, ich meine, ich war zwar auch mal in dieser Phase drin, wie viele andere Leute auch, dass man ständig irgendwo am Wochenende oder so halt ständig sich mit Alkohol besäuft und ansonsten mit sehr vielen Leuten zusammen rumhängt. Aber dann stellst du irgendwann fest, dass deine Lebenszeit begrenzt ist und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, 27 geht noch, aber man hat nur eine sehr kurze Spanne auf diesem Planeten Erde und klar, man kann immer sich das Leben einfach machen, einfach nur zusammen abhängen, rumhängen. Irgendwie Alkohol, Cannabis, was auch immer konsumieren, Spaß haben, rumalbern. Aber wenn man einmal erlebt hat, was es da draußen in der Welt noch alles gibt, was man alles mitnehmen kann, man hat nur diese eine Lebensspanne. Ne, wenn man tot ist, ist man tot. Und deswegen will ich so die ganzen Nuancen auskosten. Allein schon hier, wenn ich so ein Kapitel schreibe, Charaktere, wie die miteinander umgehen. Ja, wie viel Spaß ich daran habe, was da alles. Was da alles an Varianten, an Szenarien immer möglich ist. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr auch zu dieser Gattung Mensch gehört, die ihr eigenes Leben oder ihre eigene Biografie in
in 100 verschiedenen Lebensläufen durchgespielt hat. Also mal mit einem heterosexuellen Partner ohne Familie, mal mit heterosexuellen Partner mit Familie, Kleinfamilie, Großfamilie, homosexueller Partner, komplett non-binary Partner, ein Lebensstrang oder mehrere Lebensstränge, komplett ohne Partner, wo man immer nur Single ist, ein Lebensstrang, wo man ständig durch die Welt reist oder wo man irgendwie eine bestimmte Sportart hat oder ein gewisses Monothema. Und wenn man diese ganzen Dinge durchgeht, sein eigenes Leben in hunderten Varianten. Ich weiß jetzt nicht, ob andere Leute zu einem anderen Schluss kommen, aber ich fand eigentlich die sinnvollste Variante, die man wählen kann, ist möglichst Single bleiben und sich quasi in der Bibliothek verschanzen und einfach so viel mitnehmen, wie geht. Weil dadurch kann ich quasi in einem Leben, wenn ich Glück habe, tausende Dinge erleben. Ja, und da bin ich halt tot und das war's. Und ich hinterlasse ein bisschen Text oder lustige Gedanken für Menschen, die nach mir kommen. Und ich glaube, das Dümmste, was man machen kann, ist einfach nur in einem stumpfen Thema Monoskill-User werden. Ja, also ich habe beispielsweise Mitleid mit Leuten, wo sich das ganze Leben, sagen wir, nur über Fußball dreht. Oder wo das ganze Leben nur um politische Wahlen gewinnen geht. Ja, was man da alles an Dingen verpasst. Klar, muss zwar immer jeder selber wissen, aber ich meine, wenn man nur eine endliche Zeit hat, also die Ressource Zeit sich verbraucht und dann ist man weg, kann man ja schon meiner Meinung nach sinnvoller schauen, was man macht. Ja, und da komme ich auch immer zu so skurrilen Ansichten, also möglichst viele Biersorten durchprobieren oder möglichst viele Weinsorten durchprobieren, ist für mich persönlich zum Beispiel erstrebenswerter als jetzt irgendwie 1000 Stunden Schachpartien spielen. Ja, werden andere Leute wiederum anders sehen, ich weiß, aber wie bin ich jetzt vom Thema abgekommen? Ich muss nochmal zum. Wie komme ich jetzt zum Ende? Diese habe ich, diese habe ich, die habe ich. Ja, ich glaube, ich habe eigentlich genug geredet. Ja, also freut euch auf Kapitel 7. Ihr seht ja, das Ding ist fast fertig. Da werde ich es hochladen. Dann kommt irgendwo noch Kapitel 8. Vielleicht werde ich auch noch dran denken, irgendwann mal auf das Kapitel 10 von Melancholia da eine Review zu schreiben. Aber zum Verständnis, ich lese gerade von Koyangi. Das ist für mich aktuell die Entdeckung 2020. Also für mich jetzt persönlich, subjektiv. Lese ich gerade drei Texte parallel. Da bin ich auch beeindruckt und auch fassungslos, wie schnell die Person schreibt. Die hat quasi drei Texte, wenn man so will, drei Texte fast parallel angefangen, beziehungsweise der eine Text hat irgendwie schon so 20 oder 25.000 Worte. Und es hat ja einfach so also ich glaube in einem Jahr irgendwie ein Text mit mittlerweile 70.000 und zwei auf andere mit irgendwie 28 bis 30.000. Ich komme da nicht mehr hinterher. Oder ich komme nicht drauf klar. Aber klar, es liegt doch an dem Stil, an dem ähnlichen Setting. Da kann man die Textmenge schon verstehen. Aber trotzdem, der Text ist ja nicht an sich nicht dumm. Ja, also ich stelle mir teilweise vor, dass diese Person wahrscheinlich in der Freizeit kaum was anderes macht, als diese Texte zu schreiben. Was halt auch verständlich ist. Wenn ich meine, wenn jemand ein Genreleser ist oder einen bestimmten Geschmack hat und sich für andere Dinge dann nicht interessiert, dann bleibt man bei dieser Sache. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand so merkwürdig ist und nur K-Pop hört und sich das ganze Leben in der Freizeit nur über Koreanisch lernen und Pop-Songs hören dreht. Ja, klar, dass du dann dein Leben diesem Thema widmen kannst. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort. Lebenszeit. Ich will eure Lebenszeit nicht weiter rauben. Ja, wer bis hierhin gehört hat. Ich hoffe, ich habe irgendwas Intelligentes in diesem Redeschwall untergebracht. Das war hier nur ein Lebenszeichen, um mal kurz zu zeigen, was ich hier in Kapitel 7 mache. Ich hoffe, ich habe ein paar Sachen gesagt, die zum Verständnis helfen oder die vielleicht mein Denken besser erklären. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ihm geholfen, vielleicht nicht.
Es wäre vielleicht mal ganz gut, so einen allgemeinen kurzen Kommentar zu haben, ob ihr sowas hier generell interessant findet oder dann sagt, nee, komm, lass es. Ja, interessiert mich nicht die Bohne. Viel Geschwafel, viel Gerede um nichts, das musst du nicht nochmal machen, das kannst du so als einmaliges, so als einmaligen Testballon so stehen lassen. Also diese allgemeine Rückmeldung würde mich schon interessieren, ob das hier überhaupt irgendwas ist. Ich kann sowas überhaupt nicht beurteilen. Ich habe immer allgemein das Gefühl, und das ist auch so ein Problem, egal was ich mache, ich habe immer das Gefühl, dass alles, was ich mache, komplett sinnlos ist. Also wirklich alles. Betrifft mein komplettes Leben, alles, was ich denke, alles, was ich sage, alles, was ich mache. Ich habe immer diese. Es ist nicht mal pessimistisch, es ist sogar noch schlimmer. Ich denke mir immer, ich habe vielleicht maximal 90 Jahre Lebenszeit oder 85 oder so vor mir. Also so insgesamt. Es gibt über 7 Milliarden Menschen. Das Universum ist riesengroß. Planet Erde ist klein und unbedeutend. Wer bin ich denn? Ja, und ich schwanke immer so hin und her zwischen, ja, dann lässt du dich jetzt komplett gehen. Ja, Gehirn quasi aus, einfach noch den ganzen sinnlichen Gelüsten hingeben und vor dich hin vegetieren. Sobald ich aber in diesem Zustand bin, schaltet sich dann irgendwie wieder mein Intellekt ein und will irgendwie mehr haben aus dieser Welt. Einfach. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand gerade nachvollziehen kann, aber nichts deprimiert mich so sehr, wie Menschen einfach direkt lesen zu können oder Dinge direkt verstehen zu können. Ja, du unterhältst dich mit irgendjemandem und weißt ganz genau, ja, die Person tickt so und so. Ja, nichts Tiefgründiges, keine andere Facette mehr, nix. Ja, der Mensch macht immer das Erstbeste, sagen das Erstbeste. Es ist so öde. Ja, ich weiß, vielleicht habe ich auch einfach nur eine Macke in der Hinsicht. Kann auch sein. Ja, aber bei mir schwankt das immer so. In einem Moment denke ich mir so, das, was ich schreibe, ist super genial. Und ich liebe das und finde es witzig. In dem nächsten Moment denke ich mir, was hast du da für einen Schrott geschrieben? Wen interessiert sowas? Wer liest sowas? Und ich weiß es nicht. Ich sehe hier und da ein paar Klicks oder ein paar merkwürdige Rückmeldungen oder vage Rückmeldungen oder gar keine oder was weiß ich. Oder wenn ich mal eine Rückmeldung bekomme, denke ich mir auch, hat die Person das überhaupt gelesen? Beziehungsweise wenn sie es gelesen hat, hat sie überhaupt verstanden, was sie da gelesen hat? Das ist auch so ein Phänomen. Leute lesen was oder schauen Film oder machen irgendetwas und du hast das Gefühl, die haben es gar nicht verstanden. Beziehungsweise haben es gar nicht genug verstanden bis zu einem gewissen Grad, um überhaupt angemessen darüber reden zu können. Vielleicht bin ich in der Hinsicht doch schon wieder viel zu anspruchsvoll und elitär unterwegs. Falls dem so ist, ja, soll es mir recht sein. Ja, also nur, dass ihr mein Denken versteht, ich war teilweise schon wirklich in dem Bereich unterwegs, dass ich tatsächlich, ich glaube, 90% der Menschen komplett ignorieren wollte und generell nur noch mit Leuten reden wollte, die halt auch schreiben. Und auch da nur wieder ausgewählten Leuten und ansonsten einfach, ja, wie dieser Einsiedler im Sumpf leben. Dass man von mir nichts, also möglichst, das ist ja immer noch mein Traum, irgendwo in die Einöde ziehen, wo nichts ist. Ja, wo ich dann auch die nächsten, sagen wir, 50 Jahre komplett alleine sein kann, wo ich keine Menschen mehr begegnen muss. Und wo sich mein ganzes Leben darum dreht, ich schaue quasi dem Moos beim Wachsen zu. Ja, genieße den Sonnenschein, rieche die Luft, schaue dem Bach zu, wie er durch die Gegend gluckert. Aber Hauptsache keine dummen Menschen mehr. Ja, wo hier auch alle immer diskutieren über ihre Identität oder ihre Sexualität oder ihre politische Gesinnung. Ja, dieser ganze Mist, dieser ganze Schwachsinn. Ja. Ich habe ein ganz anderes Problem. Warum muss ich eigentlich ein Mensch sein? Es regt mich so auf. Ich würde mich so gut machen als Baum, der einfach irgendwo in der Gegend rumsteht.
So, und damit komme ich dann auch irgendwann mal hier zum Ende. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch oder nihilistisch oder so oder pessimistisch, aber es ist echt so, viele Dinge sind mir so egal mittlerweile. Beziehungsweise, wenn ich was schreibe, dann zu meiner eigenen Unterhaltung. Und ich bin halt auch echt immer so, sollte man ja eigentlich nicht sein, ist eine schlechte Charaktereigenschaft, aber manchmal bin ich ja neugierig und würde schon gerne wissen, was passiert, wenn ich was mache. Also auch auf Twitter, wenn ich irgendwie einen Tweet raushaue, was passiert dann? Reagiert überhaupt irgendjemand da drauf? Passiert was? Was passiert? Wie passiert es? Wie kann man das dann lesen, interpretieren, analysieren? Ja, und dann versuche ich einfach nur wieder den Kopf auszubekommen und einfach nur schlafen und wochenlang, monatelang nicht mehr melden. Einfach das Denken abschalten. Aber manchmal gelingt das eben nicht. Dann labere ich hier irgendwie 2 Stunden 49 Minuten. Das ist gerade der Stand der Dinge. Ich hoffe, mit dem Kap das Kapitel kann ich heute, was ist jetzt? Okay. Heute noch hochladen. Ja, und wie gesagt, wer etwas hieraus mitnehmen kann, Glückwunsch. Und ansonsten, ja, die Leute haben wahrscheinlich eh schon abgeschaltet oder. Ja, ich meine, der rationale Beweggrund sagt mir auch, dass vielleicht die 2, 3 Leute von Twitter hier mal kurz reinschauen werden oder zuhören würden für vielleicht 15 Minuten oder so. Und ja, das war's dann auch. Ich meine, mehr soll das ja auch gar nicht sein. Ja, aber das auch nur als kleine Info am Ende. Ich kann theoretisch alle eure Texte irgendwo öffnen, mal durchlesen und was dazu kommentieren. Ja. Falls euch das lieber ist als diese berühmt-berüchtigte Wall of Text, die ich ja manchmal gerne Leuten schreibe. Und ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt, was ich da, wahrscheinlich wird das dann der Orni-Text endlich mal sein, hoffe ich doch. Ansonsten, Social Media wollte ich ein bisschen meiden, also Twitter. Was anderes verwende ich ja momentan gar nicht. Und jetzt einfach Text schreiben, 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 schreiben. Im Grunde genommen ist das hier auch nur eine fabelhafte Übung in Prokrastination. Fasan redet fast 3 Stunden lang, um nicht schreiben zu müssen, um nicht diese letzten 900 Worte in das Dokument einzufügen. Ist das nicht geil? Zeigt das nicht eigentlich, was für lausige, erbärmliche, weinerliche, gemütliche, faule, hirnlose Kreaturen wir sind? Ja, dass wir irgendwie stundenlang für eine Sache arbeiten, um nicht diese 5 Minuten für die andere Sache arbeiten zu müssen. Ich sage das, ich finde, das sagt mehr aus über viele Dinge im Allgemeinen, als man doch eigentlich in einem optimistischen Sinne abwägen sollte. Ja. So, aber ich glaube, das war jetzt genug geredet. Ich habe mich, glaube ich, in den letzten 20 Minuten noch ein bisschen irgendwie in Sachen verloren, aber egal. Ist ja mein YouTube-Kanal. Ich kann die Datei hochladen. Dann könnt ihr euch das alle einmal anhören. Ich werde die Datei wieder direkt von meinem Computer löschen. Wie gesagt, das hier ist jetzt nicht so spannend, weil ich selber auch nicht spannend bin. Also von daher passt das schon. Aber dann kann ich das direkt wieder von der Festplatte löschen, um den Speicherplatz nicht voll zu machen. Und ja. Wie gesagt, falls ihr mal wollt, dass ich einen Text von euch kommentiere. Ich weiß auch nicht, ich will das jetzt nicht regelmäßig machen, das ist einfach nur gerade, wie ich Lust und Laune habe. Man kennt es. So, aber für was habe ich mir mal als Überlegung, als Formulierung zurechtgelegt? Ah ja, genau. Der Fasan, der hat sich vertan. Und oh, was ist denn das hier für ein komischer Knopf?